Emma, wie sieht's denn aus? Kann ich jetzt hier starten mal oder was? Moment, erstmal gucken. Ich gucke rechts, dann gucke ich links, das habe ich in der Kita gelernt. Und dann gucke ich doch mal rechts. Ich glaube, die Bahn ist frei, Julian, ja. Kann losgehen, los, los. Hier kommt Julian, oh, was ist das denn? Ich dachte, du willst die Treppe runterfahren und nicht runterfallen. Was glaubst du, was ich hier versucht habe? Meine Nase. Oh, ist irgendwas? Nein, da ist doch alles dran. Himmels Willen, Julian, was machst du denn da? Oh, komm, steh auf. Hast du dich verletzt? Alles in Ordnung? Lass mal sehen, Julian. Bist du verletzt? Alles noch dran? Ja, ist alles gut. Nichts passiert. Du kennst mich doch. Ich bin Julian. Mir passiert nur ab und zu was. Wirklich nur ab und zu. Oh, Kinder, ich habe euch schon so oft gesagt, mit dem Skateboard wird nicht hier im Haus gefahren. Also meine Idee war das nicht. Und außerdem, wenn jemand mit dem Skateboard fährt, dann Julian. Ich darf das ja nie haben. Aber Mama, hast du mal nach draußen geguckt? Es ist die ganze Zeit nur am Regnen. Es ist halt kein Sommer mehr. Und wo soll ich denn sonst Skateboard fahren? Hör, erklär mir das mal bitte. Du hast recht, Julian. Dann müsst ihr eben hier drin spielen. Aber nicht mit dem Skateboard. Das werde ich jetzt nämlich mitnehmen, damit ihr nicht auf die Idee kommt, das nochmal zu benutzen hier drin. Also. Oh, das kann ich doch nicht machen. Hallo, das ist mein Skateboard. Dann bezahlst du wenigstens dafür, wenn du es wegnimmst. Ach, Julian, nicht so schlimm. Das holen wir uns später noch wieder. Komm, wir gehen in mein Zimmer. Das ist doch auch nicht schlecht. Wir können doch hier in meinem Zimmer ein bisschen was spielen mit dem Schloss. Emma, schau dir das mal jetzt bitte an. Also ich bin nur zur Hälfte drin und meine Füße sind trotzdem noch in meinem Zimmer. Dein Zimmer ist eindeutig zu klein. So wird das nicht. So kann ich nicht spielen. Nicht unter diesen Bedingungen. Oh, was soll ich denn jetzt daran ändern? Ich hab nur mal von uns dreien das kleinste Zimmer. Ja, und das größte Schloss. Kannst du mir dann wenigstens sagen, wo ich jetzt meinen Parkschein lösen muss? Ich möchte jetzt losfahren wieder. Mein Auto hat hier geparkt. Hallo, wo muss ich zahlen? Also mein Prinzessin-Schloss hat keine Tiefgarage. Da müssen Sie woanders hinfahren, das geht nicht. Was? Keine Tiefgarage in so einem riesigen Schloss? Also da würde ich mir das nochmal überlegen. Also dann parke ich hier ganz bestimmt nicht. Emma, Julian, was macht ihr hier in der Küche mit den ganzen Spielsachen? Oh, Hanna, gut, dass du da bist. Ich hab gerade mit Julian und dem Prinzessin-Schloss gespielt, aber es macht gar keinen Spaß. Er wollte in die Tiefgarage. Was für ein Quatsch. Du, Stefan, also wenn du noch hierbleiben möchtest, ich kann dir gerne einen Kakao oder vielleicht einen Kaffee anbieten. Ach, klasse, Martin. Ja, dann würde ich wohl einen Kakao nehmen, wenn das für Emma in Ordnung ist, dass sie ihren Vorrat mit mir teilt. Ach, hallo Kinder. Ach, das ist ja schön, wie ihr alle zusammen spielt. Toll. Oh, Onkel Stefan, gut, dass du da bist. Wie wär's, wenn du meine Tiefgarage bei Emma hier im Schloss einbaust, hä? Wäre gut. Och, Kinder, muss das denn sein? Ihr könnt doch in euren Zimmern spielen. Was soll denn hier das riesige Schloss von Emma mitten in der Küche, bitte? Das gleiche habe ich eben auch gefragt, Papa. Und anscheinend haben Julian und Emma jetzt die Küche belagert. Aber auch nur, weil mein Zimmer winzig klein ist. Ich werde dagegen protestieren. Emma braucht ein neues Zimmer. Wer ist noch dafür? Ach Mensch, Martin, reg dich doch nicht auf. Also, das ist doch schön, dass die drei hier zusammen spielen. Immerhin streiten sie sich nicht, sondern spielen alle gemeinsam. Ist doch toll. Ja, da hast du ja eigentlich recht, Stefan. Aber bei unseren Kindern ist das halt ein bisschen anders. Ich möchte das einfach nicht, dass sie bei uns in der Küche spielen, weil wer weiß, wie danach die Küche aussieht. Die haben doch ihre Zimmer. Wir können auch mit unseren Spielsachen in ein anderes Zimmer gehen. Wie wär's denn hier mit dem Wohnzimmer, mit dem alten? Das benutzt doch sowieso keiner. Ach, lass mal sehen. Das ist wirklich doch eine gute Idee. Also, das Zimmer ist meistens ungenutzt. Da könnte man doch ein bisschen was umbauen. Naja gut, ich drücke jetzt wirklich beide Augen zu für euch. Ne? Ihr könnt eure Sachen auch gerne im alten Wohnzimmer dann nochmal aufbauen. Aber nur ausnahmsweise. Oh yes! Und wenn Onkel Stefan das jetzt in die Hand nimmt, dann wird das was richtig Cooles. Das wissen wir ja. Ich kann es kaum noch aushalten. Das ist total spannend. Können wir jetzt endlich gucken gehen, was Onkel Stefan gemacht hat? Emma, ich glaube nicht, dass er so weit ist. Also komm, setz dich hier hin. Hey Kinder, ihr könnt mal schauen kommen. Also, euer neues Spielzimmer ist fertig. Oh Mann, ich bin was so gespannt. Schon jetzt? Was ist da wohl alles drin? Oh naja, Mann, ich bin total gespannt. Schaut euch selber an. Also, ich hoffe, da ist für jeden was dabei, was euch gefällt. Oh, ist das klasse. Ich habe ein eigenes Bällebad. Cool, wie in der Kita. Warum habe ich denn ein Keyboard? Aber naja, irgendwie fühlt sich das gut an. Und hört sich auch ganz gut an. Also, vielleicht werde ich ja Musikerin. Oh, das ist ja total abgefahren. Ich habe hier meinen eigenen Skatepark. Ich brauche gar nicht mehr nach draußen. Oh, den Kindern gefällt's. Also, dann ist meine Arbeit hier getan. Ich muss nur noch schnell meine Hände waschen. Ich gehe mal eben nach oben. Und Stefan, hat soweit alles geklappt im alten Wohnzimmer, sodass die Kinder jetzt ihre Sachen da mit ihren Sachen spielen können? Ja, ja, also schaut's euch einfach selber an. Ich glaube, die Kinder sind zufrieden. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Also, ich hoffe, keine Rutsche oder so. Das habe ich mir jetzt nicht in Auftrag gegeben. Was hat er im alten Wohnzimmer gemacht? Ich habe das nicht verstanden. Oh, oh. Wo ist denn meine Couch hin und der Fernseher und alles? Hey Mama, Mama, guck doch mal, was ich mit meinem Skateboard machen kann. Ich brauche jetzt nicht mehr nach draußen. Ich habe jetzt hier ein Skatepark im alten Wohnzimmer. Mama, und ich werde jetzt jeden Tag Keyboard üben, bis ich das richtig gut kann. Und dann werde ich später mal ein richtiger Star oder spiele in einer Band. Und ich, Mama, ich muss gar nicht mehr in die Kita.
aber jetzt habe ich alle Sachen, die cool sind, habe ich jetzt auch zu Hause bei mir. Also Kita ist gestrichen. Kinder, was ist das im Wohnzimmer passiert? Ich meine, wo ist meine Couch und wo ist der Fernseher? Ich habe doch immer meine Serien hier geguckt. Ich bin damit nicht einverstanden. Also Stefan hat mal wieder total übertrieben. Hätte nicht einfach nur einen Kakao trinken können und ein paar Spielzeuge hier aufbauen können? Oh, so kann das aber nicht bleiben. Oh, Papa, willst du denn nicht, dass ich später mal ganz groß rauskomme? Du verhinderst meine musikalische Karriere. Oh, Papa, das kannst du nicht machen. Mein Zimmer ist total winzig. Ich habe gar keinen Platz mehr. Und die Spielzeuge, die erdrücken mich. Ach, Kinder, so leid mir das tut. Ich meine, das ein oder andere Spielzeug könnt ihr gerne behalten, aber nicht hier. Vielleicht können wir das in der Garage einlagern. Ich werde das jetzt Stefan sagen. Ach, wie in der Garage? Ob ich da wohl aufwachen kann? Oh, kann das Wetter nicht einfach besser werden? Soll wieder Sommer sein. Julian, stehst du bitte auf? Du musst zur Schule. Guten Morgen. Hey, Mama. Oh, schon so weit. Also, mir geht's irgendwie gar nicht gut heute Morgen. Nicht? Julian, was hast du denn? Bist du krank? Ja, also ich glaube, ich habe diese Chamäleon-Krankheit, weil, also meine Decke, die war gestern noch blau und jetzt ist sie pink. Das geht doch irgendwie nicht. Ach, Julian, du kommst wirklich auf Ideen, um dich vor der Schule zu drücken. Du simulierst, du bist ein richtiger Schauspieler. Ich glaube, dafür hast du ein Talent. Was? Talent zum Schauspielern? Oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Aber ich kann es ja mal versuchen. Jetzt muss ich mich wirklich fertig machen für die Schule. Ich wollte doch eigentlich nicht. Ich hätte besser schauspielern können. Also ich weiß, dass so ein paar Schauspieler vor dem Spiel so ein paar Grimassen üben. Das könnte ich ja auch machen. Wie sehe ich denn aus? Nein, danke. Also morgens muss ich nicht mein Spiegelbild so lange sehen. Das ist ja echt grässlich. So, Emma, was möchtest du denn zum Frühstück essen? Hm? Hast du schon eine Idee? Also Kakao und auf jeden Fall auch Cornflakes. Ja, diese bunten Cornflakes. Habe ich da Cornflakes gehört? Ja, möchte ich ja, auch. Ja, für mich auch bitte. Mama, kannst du mir mal folgende Frage beantworten? Also warum sind diese Kelloggs so bunt? Das verstehe ich nicht. Julian, ich schätze mal, dass die einfärben mit Lebensmittelfarbe, genau. Und deshalb sind die so bunt. Aha, das habe ich mir fast schon gedacht. So, jetzt ab in den Mund mit euch. Oh Gott, Julian, was ist? Julian! Oh nein, ich glaube, Julian hat sich verschluckt. Ich klopfe ihm auf den Rücken. Julian, alles gut? Oh nein, es wird immer schlimmer. Mama, er ist komplett vom Stuhl runtergefallen. Julian, was ist los mit dir? Julian, steh auf! Oh Gott, ich rufe den Notarzt. Ich glaube, das ist wirklich ein Notfall. Oh, oh, also ich habe mal gehört, dass man jemanden reanimieren muss oder so, wenn der umfällt. Und ich mache Mund-zu-Mund-Beatmung. Bist du denn total verrückt geworden? Weißt du, wie eklig das ist? Ja, wir brauchen einen... Moment mal eben. Julian? Ich glaube, es hat sich erledigt. Julian, jetzt sag nicht, du hast nur so getan, als ob du erstickst. Wir haben uns total erschrocken. Mann, mein Herz schlägt ganz schnell. Ja, aber ihr müsst mir eine andere Sache beantworten. Ich habe geschauspielert. War das gut oder nicht gut, hä? Keine Ahnung. Also küssen kannst du auf jeden Fall nicht. Das war nicht gut. Das war voll eklig. Du hast gesabbert. Also erstens, ich habe mir keine Mühe gegeben. Zweitens, du bist meine Schwester. Und drittens, du hättest mich vorher vielleicht vorwarnen müssen. Dann hätte ich mich richtig vorbereitet. Ach, Julian, komm her, mein Kleiner. Was ist denn passiert? Wir haben uns richtig erschrocken. Gar nichts ist passiert. Julian hat nur so getan. Der hat die bunten Cornflakes gegessen und dann komplett in die ganze Küche gespuckt. Bitte was? Hast du etwa so getan, als ob du erstickst? Weißt du, was du für einen Schrecken eingejagt hast? Julian, das kannst du nicht machen. Einen Moment. Warst du nicht eben noch die gesagt, ich habe ein Talent zum Schauspielern? So, das habe ich jetzt nochmal bewiesen. Oh, wisst ihr was, Leute? Mir reicht's. Ich gehe jetzt zur Schule. Ich esse jetzt auch keine Cornflakes mehr. Mir reicht es wirklich für heute. Julian, ich hatte so Sorgen um dich. Julian, das kannst du wirklich nicht machen. Du kannst doch nicht so einen Notfall vortäuschen. Ich hatte schon fast einen Krankenwagen und einen Notarzt gerufen wegen dir. Ja, wirklich, Julian, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einen Notfall vortäuschen. Mama hat fast einen Krankenwagen gerufen, ja. Also gut, Kinder, was für ein Stress am Morgen. Könnt ihr jetzt bitte eure Cornflakes essen, aber vernünftig? Ja, ist ja gut. Aber wie wär's jetzt mal mit einem Feedback an mich, hä? Wie war die Szene? War ich gut oder nicht gut? Der erstickende Julian, so habe ich sie genannt, die Szene. Oh, Julian, das ist überhaupt nicht witzig. Jetzt lass den Quatsch und iss die Cornflakes auf. Und dann kannst du die ganze Küche sauber machen. Überall klebt's wegen dir. Blech. Oh Mann, was ist denn mit Julian los? Der ist ja total am Weinen. Julian, was ist denn los? Sag mal, ist irgendwas passiert? Gibt's irgendwas in deiner Familie oder so? Wie kann ich dir helfen? Steve, also, ich musste so schlimme Sachen erfahren. Hey Julian, also ich bin für dich da, ich bin dein bester Freund, ich bin immer für dich da, egal was ist, lässt dich jetzt erstmal hin. Beruhig dich, komm schon, das wird schon. Jetzt erzähl doch mal in aller Ruhe, was ist denn passiert, Julian? Was hast du Schlimmes erfahren? Ja, okay, ich versuch's. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber...
Meine Eltern sind nicht meine wirklichen Eltern. Ich bin ein Werwolf und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Julia, was? Du bist ein Werwolf? Ich hab dich umarmt. Bin ich jetzt auch einer? Bleib mir bloß fern. Was? Wie bitte? Julian ist ein Werwolf? Hab ich's doch schon immer geahnt. Ist Vollmond oder wie? Ich glaube, ich verwandle mich gerade. Steve, bring dich in Sicherheit. Oh, Julian wird zum Werwolf. Alle in Sicherheit. Oh, Hilfe. Was ist denn passiert? Ja, natürlich, haben Sie Silber dabei, damit wir den Werwolf bekämpfen können? Also Julian ist einer, der wird gerade zu einem Werwolf. Ich glaube, das ist wohl ein schlechter Scherz. Steve, mach dir keine Sorgen, Julian ist kein Werwolf. Doch, ich glaube schon. Oh, Steve ist schon in Ordnung. Also ich bin kein wirklicher Werwolf. Hast du das wirklich geglaubt? Also ich habe geschauspielert. Fandst du es gut? Was? Also du bist kein... Oh, das hast du richtig gut gemacht. Das war richtig gute Arbeit. Du könntest in Hollywood arbeiten. Okay, ich beruhig mich. Jetzt, wo Julian kein Werwolf ist, lasse ich mich wieder nehmen. Oh Gott, Julian, du hast dem Steve wirklich einen riesen Schrecken eingejagt. Aber ich glaube, du hast echt ein Talent dazu, Schauspielern. Es gibt doch eine Schauspieler-AG. Vielleicht solltest du da mal hingehen. Heute Nachmittag findet das statt. Wie, jetzt wirklich? Schauspieler-AG also? Naja, ich sehe mich auch schon, ehrlich gesagt, in ein paar Jahren ein paar Hollywood-Blockbustern, okay. Also gut, Kinder, dann fangen wir mal mit dem Matheunterricht an. Und Julian, bitte lass das mit diesem Schauspielern jetzt hier im Unterricht. Kein Werwolf. Herr Chillig, ich wollte Sie mal kurz was fragen. Also, ich weiß, es ist schon Schulschluss und ich habe wirklich keinen Ärger gemacht. Ich wollte Sie nur um Gefallen bitten. Ach, das ist ja sehr nett, wie du jetzt gerade fragst. Was kann ich denn für dich tun? Also, ich möchte heute bei der Schauspieler-AG mal mitmachen, weil ich habe ziemlich drauf. Aber können Sie vielleicht bei meiner Mutter anrufen, dass ich später nach Hause komme? Weil ich habe kein Telefon. Ja, klar, gerne, mache ich, Julian. Also, Julian und Schauspieler, das passt irgendwie. Der macht doch sowieso den ganzen Tag nichts anderes, außer Schau zu spielen. Harald, können wir jetzt mal bitte anfangen? Wir sind doch sowieso immer nur zu zweit. Es kommt keiner sonst zur Schauspieler-AG, bitte. Ach, Mario, wir warten noch einen kleinen Moment. Vielleicht kommt doch noch jemand. Es kann doch nicht sein, dass sich so wenig Schüler für Schauspiel interessieren. Hallo, ich bin Julia Vohl und ich möchte Schauspieler werden. Ich möchte eine richtige Show abziehen. Bin ich hier richtig? Ach, hab ich's doch fast gedacht. Julian Vogel, na dann komm mal rein. Herzlich willkommen hier in der Schauspieler-AG. Ach, Vogel, was machst du denn hier? Dich brauche ich hier gar nicht. Also manchmal denke ich wirklich, wie hast du es bis in die 4. Klasse geschafft? Was ich hier wohl mache? Ich mache hier mit bei der Schauspieler-AG. Also bitte. Also gut, Kinder, wir arbeiten derzeit an einem Stück. Es nennt sich Romeo und Julia. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht aber auch nicht. Die Rollen sind ja schon teilweise besetzt. Ja, sowas von. Und ich spiele hier die Hauptrolle. Romeo, damit das klar ist. Romeo haben wir also schon. Wer ist denn dann die Julia? Es sind ja nur Jungs hier in der AG, aber ich denke, das wird auch klappen. Vielleicht Julian? Das passt ja mit Julia. Hallo, Sie sprechen hier mit Julian Vohl. Ich kann alles spielen. Ich war schon Werwolf, jemand, der fast erstickt ist. Und ich kann auch ein Mädchen sein, wenn es sein muss. Ach super, ja, dann haben wir ja schon Romeo und Julia und du musst dann alle anderen Rollen spielen. Ich hoffe, das kriegst du hin, aber ansonsten übernehme ich auch noch eine. Okay, Julia, du liegst gerade im Sterben, also du musst einfach so liegen bleiben und du schläfst quasi. Ach, kein Wunder, dass so viele Schauspieler nicht wirklich was können. Ich meine, rumliegen, das ist ja einfach, also wenn das ein Schauspieler macht, dann ist das super. Okay, ja, super, Julia. Jetzt kommst du, Romeo, ins Spiel. Und zwar, du betrauerst sie. Sie ist natürlich deine Ehefrau und du bist ganz traurig, dass sie jetzt verstorben ist. Das musst du jetzt ausdrücken. Oh, meine Julia, du bist so wunderschön. Wie konntest du nur von mir gehen? Was? Du findest mich wunderschön? War ja klar. Hör auf damit. Julia, ich würde dich einmal kurz ermahnen. Hör bitte auf zu lachen. Leichen lachen doch nicht. Ja, ist ja gut. Ich bin still. Ich wusste halt nicht, dass ich wunderschön bin. Und warum kommt der Typ mir so nah? Oh, Julia, ich kann ohne dich einfach nicht leben. Ein letzter Kuss. Eieiei. Mario, also ich meine, Romeo, der steigert sich ja ganz schön in seine Rolle rein. Nur ein letzter. Bloß weg von mir. Ist das dein Ernst? Er wollte mich wirklich küssen. Er wollte mich abknutschen. Ist das dein Ernst? Ach, tut mir leid, aber so kann ich nicht arbeiten. Du bist einfach nur ein Loser. Und das ist halt, das muss man als Schauspieler halt machen. Kinder, jetzt streitet euch doch nicht. Ich meine, wir finden eine Lösung. Ja, ich bin hier weg auf jeden Fall. Ich küsse doch nicht meinen Rivalen. Ich habe heute schon meine Schwester geküsst und dann noch meinen Rivalen. Alle, nur nicht dich. Ich bin jetzt weg. Ich werde kein Schauspieler. Da geht sie dahin. Die Julia. Ach, Romeo, sei nicht traurig. Wir finden eine neue Julia für dich. Wir haben doch hier noch einen. Oh nein, wie, jetzt ich? Ich will den aber nicht küssen. Oh, ich glaube, diese AG ist nichts für mich. Oh, Julian, komm doch aber endlich raus. Du versteckst dich schon seit Stunden. Wo bist du? Hast du dich hier in deiner Pupsecke unter deinem Hochbett versteckt? Da kann man doch nicht so lange bleiben. Das ist gesundheitsschädlich. Oder bist du hier im Regal? Ach nee, dafür ist er viel zu groß. Die Fächer sind zu klein. Wo bist du? Hast du dich etwa im Schrank? Ich glaube, du bist im Schrank versteckt. Von Mama und Papa. Ja, jetzt habe ich dich. Da bist du. Oh nee, ist er nicht. Da sind nur irgendwelche Parfüms von Mama drin.
Oh, und in der Badewanne ist er auch nicht. Mann, ist es hier dreckig. Wann wurde hier das letzte Mal gewischt? Papa, hallo, mein Schatz. Geh mal aus dem Weg. Was denn? Hat Julian sich hier versteckt? Du steckst doch mit ihm unter einer Decke. Nein, doch, sowas würde ich niemals machen. Oh, ich suche ihn schon ewig. Bestimmt schon 3 Tage. Oh, ich weiß es nicht. Wo ist er denn? Ich höre die ganze Zeit Emma. Ich bin schon seit ein paar Stunden hier drin und sie hat mich immer noch nicht gefunden. Zum Glück hat Papa den Pulli unter die Terrasse gepackt. Julian, komm jetzt endlich raus. Ich suche dich 100 Stunden. Nein. Mäuschen, mach mal piep. Emma, was ist denn los? Mama, ich suche schon die ganze Zeit Julian. Schon seit Stunden. Er ist nirgendwo zu finden. Wirklich? Wo kann er denn sein? Ich dachte, ihr wollt Verstecken spielen, aber wie er ist seit ein paar Stunden nicht da. Claudia, ist er jetzt... Sag mir bitte nicht, er ist draußen. Ist schon dunkel. Also als er gegangen ist, da war es bestimmt noch hell. Und er ist schon die ganze Zeit weg. Und ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Martin, das klingt wirklich ernst. Julian, wo bist du? Er wird vermisst. Claudia, rufst du bitte die Polizei an. So geht das nicht. Oh, Julian, mein Junge, wo bist du denn? Ich dachte, ihr spielt nur Verstecken. Wir spielen auch nur Verstecken. Aber wenn ich jetzt Hilfe von der Polizei bekomme, dann finde ich Julian noch schneller. Und dann habe ich gewonnen. Guten Abend. Claudia Vogel hier. Ja, ich würde gerne Vermisstenanzeige für meinen Sohn aufgeben. Julian, als letztes wurde er hier im Haus gesehen. Julian, wo bist du denn? Bitte komm raus, falls du hier irgendwo im Haus bist. Du bist ja schon seit Stunden weg. Bitte! War ja klar, Emma versucht sich jetzt Hilfe von Mama und Papa zu holen. Nee, ich verstecke mich weiter hier. Ach, Claudia, hier ist er auch nicht und das Garagentor ist auf. Oh nein, er ist bestimmt weg. Ja, bitte beeilen Sie sich, wir warten hier zu Hause. Also wenn jetzt wirklich die Polizei kommt und ihn sucht, dann muss ich ja nichts mehr machen. Da kann ich mich hier einfach ein bisschen hinsetzen und Peppa Wutz gucken. Also meine Tochter hat gesagt, sie hat ihn als letztes hier vor Stunden im Haus gesehen. Ja, kann es nicht sein, dass er noch hier im Haus irgendwo ist? Haben sie überall schon gesucht? Naja, selbstverständlich haben wir überall gesucht. Das ganze Haus wurde auf den Kopf gestellt. Oh, Julian, wo bist du nur? Mama vermisst dich. Also wir haben echt nichts zu tun hier im Playmobil City. Jetzt muss ich schon beim Versteckenspielen helfen. Unfassbar. Endlich, sie sind da. Also das Garagentor war auf und naja, vielleicht ist er auch abgehauen. Naja, oder vielleicht spielt er einfach nur Verstecken hier. Also bitte, ich würde doch jetzt nicht die Polizei anrufen, nur weil die Kinder hier Verstecken spielen. Der ist schon seit Stunden weg und das sieht ihm gar nicht ähnlich. Also seine Verstecke sind eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Aha. Und was wäre, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich habe ihn gefunden? Oh, das ist unfair. Hey, die Polizei darf nicht mitspielen. Emma, das gilt nicht. Oh, da ist er ja. Julian, wie bist du da reingekommen? Ich hab mir Sorgen gemacht. Oh, toll, super, vielen Dank. Jetzt habt ihr mein Versteck verraten. Hätte das Emma nie gefunden, hätte ich mir hier immer verstecken können. Super, danke. Vielen Dank an die Polizei. Ha, ich hab dich, Julian. Du hast verloren. Nö. Diese Runde zählt nicht. Und außerdem haben wir gesagt, wenn du mich nach 2 Stunden nicht findest, dann war's das. Damit das klar ist. Aber ich wollte dir mein Versteck nicht zeigen. Aber dank der Polizei weißt du es jetzt. Also, Familie Vogel, ich bitte Sie vielleicht wirklich nur im Notfall anzurufen und nicht, wenn hier die Kinder Verstecken spielen. Also bitte, vielleicht suchen Sie beim nächsten Mal selber ein bisschen. Tut uns leid. Vielen Dank trotzdem. Unfassbar. Ich brauche einen neuen Job. Emma, nein, ich habe gesagt, das zählt nicht. Also und außerdem, dieses Versteck ist nur mein Versteck. Wenn Hannah später wiederkommt, darfst du ihr das nicht verraten. Ach, Martin, kann es sein, dass wir vielleicht ein bisschen übertrieben haben? Also ich jetzt gleich die Polizei auch. Zu rufen? Ja, ich glaube auch. Kinder, könnt ihr vielleicht ein bisschen Minecraft spielen gehen? Wir reden immer mit der Mama. Also ich glaube, wir haben hier total übertrieben heute. Nein, lass uns doch die Prinzessin spielen. Nein, ich habe gesagt, wir dürfen Minecraft spielen. Ich zeig dir eine neue Map. Oh, Julian, das ist nicht gruselig, nur weil das Halloween heißt. Toll, ein paar Kürbisse. Na gut, die Kürbisse sind gruselig. Oh, warum ist denn jetzt aus dem Spiel... Hä? Warte mal. Das ist ja eine Mail an Papa, glaube ich, oder? Oh, was steht da? Was steht denn da? Warte, ich versuche mal zu lesen. Also, wie soll ich es sagen? Ich vermisse dich. Was ist nur passiert, dass wir nicht mehr zusammen sind? Was? Wir waren doch früher unzertrennlich. Natürlich... Du hast jetzt Kinder und bist verheiratet. Aber trotzdem können wir doch zusammen sein. Das ist ja... Wie? Liebesbrief. Was steht da denn? Ich hab dich so lieb. Ja! Oh, nein! Du bist mir so wichtig. Oh, ich kann das nicht weiterlesen. Von wem ist das? Oh Mann, lass uns das nicht weiterlesen. Das ist ja eine Liebesmail an Papa, aber nicht von Mama. Aber vielleicht, Julian, ist das unsere zweite Mama. Nein, natürlich. Ja, wir haben nur eine Mama. Nur die Mama von dir oder so. Was? Ja, das kann wirklich sein, Julian. Ich meine, außer den roten Haaren haben wir nichts gemeinsam. Ich glaube, es ist deine Mutter. Ach, Kinder, es tut mir wirklich leid. Und Papa auch. Also, das war wirklich ein großer Aufriss mit der Polizei. Es tut uns wirklich leid. Das war echt übertrieben. Kein Problem. Gut. Überhaupt nicht schlimm. Ist schon gut. Wir haben dich ganz lieb, Mama, ja. Ich hab dich lieb. Meine Mama. Auch meine Mama. Meine Mama.
Ach, Kinder, ich hab euch auch. Du kannst jetzt auch wieder gehen. Julian, warum sitzt du auf dem Laptop? Weil er so schön warm ist. Ja, ja, dadurch wird alles hier so schön warm. Oh, Mama, du bist halt viel zu alt, du verstehst das alles nicht. Das ist wieder Sitzheizung im Auto bei uns. Und mir war halt kalt. Tut mir leid. Okay, na dann, ich bin mal wieder weg. Tschüss. Geht schön weiter. Oh Mann, das war richtig knapp. Oh, wir müssen mit Papa sprechen. Das darf so nicht weitergehen. Oh. Ja, ich wäre auch dafür. Papa soll mal sagen, wer jetzt wirklich deine Mutter ist. Er muss es doch wissen. Hallo, Papa. Ach, hallo, Kinder. Eure Mutter war wahrscheinlich schon bei euch. Also, es tut uns wirklich leid. Wir haben da ein bisschen übertrieben. Julian, und gutes Versteck. Papa, jetzt nicht. Wir haben was zu klären mit dir. Du musst uns mal was erklären. Also, wir waren gerade am Minecraft-Spielen und dann ist eine Mail gekommen. Guck dir das mal an. Und du bist mit deiner Mailadresse angemeldet. Hä, was steht denn da, Julian? Das ist ja... Hab dich vermisst? Aber du bist einfach die liebste Person, die ich kenne. Bitte komm zurück zu mir. Kannst du nicht für einen Moment deinen Ehepartner vergessen? Bitte ruf mich an. Du hast doch meine Nummer. Deine S... Ich kenne diese Person nicht. Kinder, ich habe keine Ahnung, von wem diese Mail hier ist. Das ist... Ich denke doch jetzt nicht wirklich, dass ich mit einer anderen Frau eine Beziehung... Nein. Auf gar keinen Fall. Ach, Kinder, könnt ihr dich den Laptop wieder mit nach oben nehmen und da Minecraft spielen? Papa und ich wollten gerade einen Film gucken. Was steht denn da? Ist die Mail an dich, Martin? Was? Hab dich vermisst? Kinder, geht mir eben ganz kurz nach oben. Ich muss mal ganz kurz mit Papa alleine reden. Ja, gut, ist ja okay. Sorry, Papa. Und Mama, ich bleib dann aber bitte hier. Ich möchte nicht zu der anderen Mama. Komm gerade in Frage. Der kann schön zu seiner Mama gehen. Der bleibt nicht hier. Nein, damit du mein Zimmer bestimmt bekommst. Auf gar keinen Fall, ich bleib hier. Und wenn ich Miete zahlen muss. Martin, kannst du mir das mal bitte erklären, was das gerade für eine E-Mail war? Ich hab dich vermisst, Ehepartner verlassen und so weiter. Was war das? Claudia, Schatz, das ist doch wahrscheinlich irgendeine Spam oder so. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nach Spam sieht das nicht aus. Ich glaube, die ist schon an dich gerichtet. Willst du mir vielleicht mal was sagen? Schatz, natürlich nicht. Also übertreib doch jetzt nicht. Warte mal. Ich scroll mal kurz nach oben, vielleicht sehen wir da was. Ja, super. Schatz, die ist an dich gerichtet. Guck doch mal, Hi Claudia steht hier oben. Oh, warum kriegst du denn eine Mail auf meine Mailadresse? Das verstehe ich jetzt nicht. Deine S, sagt dir das irgendwas? Moment mal, ist das vielleicht eine Mail von S? Sabrina, mit der habe ich mich vor Jahren gestritten. Vielleicht will sie sich versöhnen. Oh, Gott sei Dank, ich habe schon hier den Schock meines Lebens bekommen. Also, wenn das Sabrina ist, dann muss ich ihr auf jeden Fall antworten. Warum haben wir uns eigentlich damals gestritten? Ich glaube, wegen so einem komischen Kuchenrezept. Ich muss ihr antworten. Wir müssen uns versöhnen. Oh Mann, Glück gehabt. Also siehst du, die Mama ist meine Mama. Ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube, da kommt vielleicht noch eine andere E-Mail rein. Mhm. Vielleicht eine Mail, dass du nicht von unserer Familie bist. Hä? Martin, ich schreibe dann direkt hier von deinem E-Mail-Account. Ich denke, sie hat meine E-Mail-Adresse überhaupt nicht. Ach, ich habe mir das total toll vorgestellt, dass sie sich mal meldet. Ich habe sie vermisst. Geh da nicht rein. Oh, warum macht er das denn? Nein, das ist dieses Monster! Oh Mann, Leute, das ist sowas von gar nicht gruselig und dafür musste man einen PIN eingeben bei Netflix? Also ich verstehe das irgendwie nicht. Wo ist denn jetzt das Monster? Da hinter der Tür! Oh ja, gruselig. Nicht hingucken! Oh, das ist so gruselig! Du übertreibst total! Das ist nicht gruselig! Ich kapier das nicht. Wo kommt der ganze... Emma, guck da einfach nicht hin. Komm hier hin unter die Decke oder auf die Decke. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Kinder, warum ist es denn hier so dunkel drin? Ich mach mal das Licht an. Was macht ihr denn da oben? Was macht ihr euch da an? Was sollte das denn? Ich bin total erschrocken. Was soll das denn hier werden? Hanna, was habt ihr euch da oben angeguckt? Ach, wir haben uns so einen Gruselfilm bei Netflix angeguckt. Eigentlich ist er wohl nicht für Kinder, aber... Der PIN von Papa, 1234, der ist wirklich nicht schwer. Also, falls du auch mal was gucken willst, einfach eingeben. Also, ich fand, der war schon ziemlich gruselig, wo der dann einmal aus der Ecke gesprungen ist. Also, da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen. Aber kann auch daran liegen, dass seine Haare nicht so schön sind. Also, ich weiß immer noch nicht genau, worum es geht. Wer war jetzt das Monster? Und, ach, keine Ahnung. Naja, Leute, also, ich habe vor sowas wirklich gar nicht Angst. Und ich habe eigentlich vor nichts Angst. Martin, das kann doch nicht dein Ernst sein. 1, 2, 3, 4. Das ist natürlich klar, dass die Kinder das knacken können. Tolle Kindersicherung. Martin, können wir Schatz, eben mal ganz warum kurz denn reden? Jetzt? Gerade läuft das Spiel, bitte. Doch, jetzt. Kannst du mir bitte mal erklären, wieso du bei Netflix den einfachsten PIN dieser Welt bei als Kindersicherung eingegeben hast? 1, 2, 3, 4? Wirklich? Wie 1, 2, 3, 4? Ich dachte, der wäre 0, 0, 0, 0. Also, sorry. Ob jetzt nur 0000 oder 1234 ist doch alles das Gleiche. Viel zu einfach. Die Kinder haben sich nämlich einen Gruselfilm angeguckt und ich meine, Emma hat ihn nicht verstanden, aber Julian, der hat sich fast in die Hose gemacht vor Angst. Ja gut, ich ändere ihn vielleicht zu 5, 6, 7, 8 oder so. Nein! Okay.
Oh, Martin, du suchst dir bitte einen vernünftigen Pin aus. Einen, den man sich vielleicht merken kann und der nicht irgendwie aus einer Kombination besteht, was jedes Kind lösen kann. Also sag mal, du hast wirklich vor gar nichts Angst? Warum denn auch? Vor was soll ich denn Angst haben, Julian? Ja, ich meine vielleicht, wenn es dunkel ist und du nichts sehen kannst und sowas, wenn es jetzt so nachts ist und du komische Geräusche hörst oder sowas. Nein, gar nicht. Nein. Oh Mann, ich guck mir jetzt auch mal einen anderen Gruselfilm an, einen, den ich vielleicht auch verstehe. Vielleicht die Videos von Spiel mit Kinderspielzeug, die sind wirklich richtig gruselig. Emma, die sind eher gruselig schlecht, also das meinst du wahrscheinlich. Hanna, dir kann ich das auch noch nicht so ganz glauben, dass du vor nichts Angst hast. Julian, ich bin doch nicht so ein Angsthase wie du. Und jetzt, tschüss, ich leg mich jetzt hin. Gute Nacht. Die feine Dame hatte also vor nichts Angst. Aha, will ich mal sehen. Vor was sollte ich eigentlich Angst haben? Also vor Monstern? Dafür haben wir doch Anti-Monster-Spray und Molly, die kommt nicht mehr. Was war das denn? Habe ich eine Nachricht, eine WhatsApp mitten in der Nacht bekommen? Oh Mann, ist der Bildschirm hell und mitten in der Nacht. Und was ist das denn? Wer schreibt mir denn da? Die Nummer kenne ich überhaupt nicht. Hallo, steht da. Hallo? Wer bist du? Da bin ich jetzt aber mal echt gespannt. Kenne deine Nummer nicht. Vielleicht ist es irgendjemand aus der Klasse oder so? Wer ich bin? Ist das jetzt wieder irgendein Scherz? Derjenige schreibt. Ja? Ja, wer du bist, will ich wissen. Dein schlimmster Albtraum? Oh, was soll das denn heißen? Och, und Geister? Was soll das? Da will sich jemand einen ganz schlechten Scherz mit mir erlauben. Habe gehört, du hast vor nichts Angst. Hab ich auch nicht. Vor was soll ich denn Angst haben? Vor Molly habe ich keine Angst und vor Frankie habe ich auch keine Angst. Und wenn irgendein anderes Monster kommt, habe ich sowieso Anti-Monster-Spray. Auch nicht vor einem Monster, nein, vor keinem Monster. Aber wer das ist, hat er immer noch nicht verraten. Mein schlimmster Albtraum, so ein Quatsch. Was ich dich fragen wollte. Okay, was will er denn fragen? Ja, gib doch Anti-Monster-Spray. Lebt es sich gut in der Luxusvilla? Es scheint jemand zu sein, der mich kennt. Woher weiß er das? Wie geht's eigentlich Pia? Dein Hase, das ist jemand, der weiß, wo wir wohnen und wie mein Hase heißt? Woher weißt du das alles? Und wer bist du? Jetzt sag schon endlich. Ich find's auch echt nicht witzig. Mitten in der Nacht. Ha, 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 ha. Toller Scherz. Sehr witzig. Komm, sag schon, wer du bist endlich, damit ich weiterschlafen kann. Ich bin ein Gespenst oder auch Monster? Ich weiß alles? Was soll das überhaupt? Irgendwie kommt mir das alles komisch vor. Ich bin ein Gespenst oder Monster? Lass mich in Ruhe. Wer auch immer du bist. Aber kein Monster wie dein Bruder Julian? Ich bin ein echtes Monster? Will Molly? Schreibt Molly mir etwa? Und ich weiß, dass du in Philipp verliebt bist? Das stimmt doch überhaupt nicht. Was? Kannst du es ruhig zugeben? Wer erlaubt sich denn so einen komischen Scherz mit mir? Woher weiß derjenige das alles? Ich kenne überhaupt gar keinen Philipp. Philipp, wer ist das? Mal gucken, was er jetzt schreibt. Oh doch, der Junge aus deiner Klasse, der neben dir sitzt. Also langsam wird's mir schon ein bisschen gruselig. Warum weiß derjenige das alles? Der sogar in dein Zimmer geklettert ist? Das habe ich eigentlich fast niemandem erzählt. Da war nur Pia und meine Familie. Das kannst du alles gar nicht wissen. Und dann auch noch so komische Alien-Emojis. Naja, wenn ich du wäre, würde ich nicht unter das Bett schauen. Hä? Unter meinem Bett? Okay, also das ist mir jetzt schon alles ein bisschen komisch. Was soll das? Unter meinem Bett? Was meinst du?
Und vor allem, wer bist du? Hä? Oh, off, also nicht mehr online. Hallo? Bist du noch online? Bist du noch da? Kommt nichts mehr. Auch nicht mehr gelesen. Also unter meinem Bett? Also irgendjemand will mich da veräppeln. Da ist doch nichts, oder? Also ich sehe da keinen. Kommt mir schon ein bisschen komisch jetzt vor. Hallo? Hallo, ist da jemand? Julian, was soll das? Sag mal, kannst du nicht in deinem Bett bleiben? So schlimm oder was? Na, wie war das? Julian. Du hast gar keine Angst. Ich habe Julius Bescheid gegeben und deine Nummer gegeben, dass er dich mal hier so ein bisschen anschreibt nachts und dir ein bisschen Angst macht. Na, wie war das? Kinder, was ist hier los? Julian. Alles in Ordnung hier mitten was in der Nacht, bitte denn hier? Nicht. Ach, gar nichts, gar nichts. Ich glaube, Hannah, die hatte nur ein bisschen Angst, oder? Ach, gar nichts, gar nichts. Also, ihr könnt ruhig wieder schlafen gehen. Ich habe mich irgendwie nur ein bisschen erschrocken. Oh Mann, das war echt gemein von Julian. Und ein bisschen Angst hatte ich dann doch. Also, naja, vor irgendwas kann man ja auch Angst haben. Naja. Hallo Scarlett, sag mal, hast du heute Nachmittag vielleicht schon was Tessa. Vor? Wenn nicht, umso besser. Es steigt die beste Party des ganzen Jahrhunderts. Heute bei mir zu Hause. Ah, okay, und du lädst mich ein? Ja, das ist ja nett. Natürlich lade ich dich ein. Ich lade aber nur die kurzen Kinder ein in der Schule. Ich werde dich direkt hier auf die Gästeliste eintragen. Ah, okay, ja, dann danke. Und Tessa, ist das eine Geburtstagsparty oder warum feierst du? Nein, ich habe keinen Geburtstag. Ich mache einfach eine Party, einfach so. Ich bin einfach gut da drin, Partys zu machen. Aber wenn du willst, kannst du mir natürlich auch was schenken. Ich meine, wie bei einem Geburtstag oder so. Ich habe dafür eine Liste extra angefertigt. Die schicke ich dir mal. Wobei... Eine Liste? Vergiss es einfach. Ich denke, du kannst dir eh nichts leisten davon. Na gut, Scarlett, dann schaue ich mal weiter, wenn ich noch einladen kann. Ja, danke für die Einladung. Hey Leute, seid ihr auch später bei Tessa eingeladen? Da ist eine riesengroße Party, hat sie gesagt. Ja, mich hat sie auch eingeladen. Genau, heute Nachmittag. Eine Party? Das klingt eigentlich ganz gut, da wäre ich auch gerne. Ach, sie wird uns sicher gleich noch alle einladen. Im Moment lädt sie wohl erstmal gerade Dave und John ein. Guckt mal da drüben. Hallo Jungs, sagt mal, habt ihr heute Nachmittag schon was vor? Ihr habt wirklich die große Frage. Ehre, zu meiner Party kommen zu dürfen. Also, wer kommt denn sonst noch so alles zur Party? Natürlich nur die coolsten Kinder der Schule. Also, es ist wirklich eine Riesenehre, zu so einer Party eingeladen zu sein. Oh, okay, die coolsten Kinder also. Also, Hannah muss ja eigentlich auf jeden Fall auch dabei sein. Und ich meine, die sind ja sogar verwandt. Verstehe ich bis heute zwar nicht, aber gut. Ich hoffe, sie ist dann auch da. Okay, Tessa, ich wäre auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Ja, also wenn Dave dabei ist, dann bin ich auf jeden Fall auch da. Na gut, Jungs, dann bis später. Ich habe mal wieder zwei Leute mehr, die ich hier auf meiner Liste eintragen kann. Pia guckt da nicht zu auffällig hin. Wieso denn nicht? Die kommt jetzt zu uns und lädt uns ein, ich wette. Nein, ich denke nicht. Sie geht einfach an uns vorbei. Oh nein, die geht zu diesem komischen Mädchen, was bei Dave in der Klasse ist. Wer ist? Die ist auch eingeladen. Hey, Hannah, dreh dich mal um. Was ist denn, Pia? Imrat hier in den Klassenraum auf dem Weg dahin, der hat mich Tessa abgefangen. Ich bin jetzt auch eingeladen. Du auch? Mich hat die auch noch gerade abgefangen am Fahrstuhl. Ich bin jetzt auch eingeladen. Oh, das gibt es ja wohl nicht. Und ich bin nicht eingeladen? Das ist ja total unfair. Die hat, glaube ich, alle eingeladen, außer mich. Hey, Hannah, kannst du mal kurz warten? Was ist denn los, Philipp? Also, wie du bereits vielleicht weißt, hat deine Cousine mich zu einer Party eingeladen. Und da bist du doch bestimmt auch, oder? Dann sehen wir uns doch später. Hannah, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Warum drehst du dich denn weg? Mann, ich drehe mich weg, weil ich die Einzige bin, die nicht eingeladen ist. Das ist richtig gemein, wieder typisch Schnösel. Also langsam habe ich wirklich meine Liste komplett. Ich meine, die habe ich eingeladen, check, die kommen auch, die kommen ja alle. Es reißen sich alle Kinder um mich. Ich meine, jeder will zu meiner Party kommen. Ich habe auch schon einen Eventmanager engagiert. Der wird später eine Bühne aufbauen. Da hinten sitzt Tessa. Ich werde sie jetzt einfach ansprechen und fragen, warum die mich als Einzige nicht einlädt und mich total ausschließt. Hey Tessa? Hannah, was ist denn los? Ich bin gerade dabei, meine Party zu planen. Ja, genau. Deswegen wollte ich dich ansprechen. Also, warum hast du mich nicht eingeladen? Das ist gemein. Alle anderen sind eingeladen, nur ich nicht. Oh, Hannah, nur weil wir verwandt sind, heißt das nicht, dass wir befreundet sind. Aber wenn du unbedingt kommen willst, dann komm halt. Ja, alle meine Freundinnen kommen, aber ja, ich würde dann auch gerne kommen. Also, danke für die Einladung. Bitte was, Tessa? Du möchtest das hier in meinem Zimmer veranstalten, ne? Ja, und wie viel wolltest du zahlen dafür? Also, ich kann dir ja mal so einen Kostenvoranschlag machen. Also, ich erwarte so um die 12.500 Euro dann für mein Zimmer für ein paar Stunden, ne? Damit du Bescheid weißt. Ach nee, ist gar kein Problem. Das werde ich dir später überweisen. Naja, gut, dann gehört das Zimmer dir. Für ein paar Stunden. Ich meine, ist die totale Bruchbude momentan. Aber gut, die 12.500 Euro auf jeden Fall wert. Also, für Musik ist gesorgt. Die werde ich hier über meinen Laptop laufen lassen. Und ich habe jetzt auch schon alle Spielsachen und alles von Nils weggeräumt. Das sollte klar gehen. Was wollen Sie hier? Also, wer sind Sie überhaupt?
Also ich soll hier eine Bühne aufbauen. Ich bin der Eventmanager. Hier soll wohl eine Party stattfinden, habe ich gehört. Eine Party bei uns hier zu Hause? Mutter, reg dich ab. Das ist meine Party. Sie können mir einmal folgen. Die Location ist oben. Das gibt es ja nicht. Tessa organisiert eine Party, ohne mich zu fragen? Toll. Sie ist so eine selbstständige junge Frau. Ich bin stolz auf sie. Eine richtige Schnösel. Alles klar. Ich check noch gerade hier die Lichter. Das sieht doch alles gut aus. Ach, sehr schön. Dann können Sie ja morgen früh die Bühne wieder abholen. Also das habe ich in meiner Zeit als Eventmanager noch nie erlebt. Eine Bühne hier im Kinderzimmer aufbauen, okay? Ach, na gut, ich glaube, jetzt ist alles schon vorbereitet. Meine Party wird der volle Erfolg. Und dann kann ich es endlich auch mal wieder mit Dave probieren. Schließlich ist er der reichste Junge der ganzen Schule. Also, die Pizza ist auch schon bestellt. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich natürlich Kaviar geholt. Aber ich glaube, das mögen die Kinder nicht. Ach, da sind ja schon die ersten Gäste. Herzlich willkommen auf Tessas Party. Oh, sieht ja richtig cool aus hier. Ja, eine echt tolle Party. Oh, das ist total cool, dass wir jetzt doch alle hier eingeladen sind. Das wird eine richtig coole Party mit uns. Fast die ganze Klasse ist da. Ich sehe, es sind jetzt fast alle Gäste da. Dann würde ich einmal um Aufmerksamkeit bitten. Hallo? Ich habe auch ein richtig tolles Partyspiel vorbereitet. Damit es keine Langeweile gibt, aber das kommt ja sowieso nicht vor auf meinen Partys. Also, in einer Tüte hier sind die ganzen Jungennamen und in der anderen die Mädchennamen. Also ich werde jetzt jeweils einen Namen ziehen von den Jungen und einen von den Mädchen und die beiden müssen sich dann küssen. Das klingt doch spannend. Was haltet ihr davon? Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Vielleicht kann ich ja vielleicht mal Pias Namen ziehen oder wird gezogen. Also ich würde auf jeden Fall auch mitmachen. Und vielleicht habe ich ja die Chance, dann Hannah zu küssen und diesmal nicht von mir aus. Ich mache auch mit. Ich bin auch dabei. Das klingt lustig. Ach, ich weiß nicht, ob ich da mitmachen soll. Dann zieht Tessa die Namen und womöglich muss ich dann vielleicht Philipp oder Dave küssen. Das wäre doch gut. Also ich finde das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht. Für eine Party ist das genau das Richtige. Also ich habe jetzt hier die ersten Namen. Einmal John und einmal Scarlett. Los, ihr beiden. Naja, also mir wäre Pia lieber, aber ich meine, Scarlett ist auch ziemlich süß. Leute, na, wird's jetzt langsam mal was? Ich glaube, ich habe dich noch nie richtig gesehen, aber na gut, komm her. Okay. Also das wird mir irgendwie hier ein bisschen zu blöd. Ich küsse doch nicht einfach irgendjemanden. Und womöglich muss ich dann noch Philipp küssen. Und Philipp scheint das Ganze zu gefallen, also der lacht richtig. Und auch Dave scheint das Ganze gut zu gefallen. Also langsam ist es wirklich an der Zeit, dass ich mal Daves und meinen Namen ziehe. Oh, was für ein Zufall. Dave und Tessa, also ich. Ist das dein Ernst? Hätte ich mir aber auch irgendwie denken können bei dir. Dave, jetzt hab dich doch nicht so. Also auf so einer komischen Knutschparty war ich ja noch nie. Das kann auch nur von Tessa Schnösel kommen. Ich glaube, ich verschwinde lieber. Hannah, warum sitzt du denn hier? Oh, wieder typisch Familie Vogel. Oben steigt eine Party, organisiert von meiner Tessa. Und Hannah, du machst da nicht mit? Also, eigentlich bin ich nur hier, Tante Maren, weil ich dich fragen wollte, wie es mit deinem Wahlkampf läuft. Wirst du jetzt wirklich unsere Bürgermeisterin? Hannah, nett, dass du fragst. Ja, also es läuft ganz gut. Also, mein Wahlkampf ist gut. Ich war letztens im Einkaufszentrum. Ab und zu bin ich in der Fußgängerzone. Also, es könnte was werden. Also, könnte. Ich werde auf jeden Fall Bürgermeisterin. Oh, toll, irgendwie ist das ganz anders gelaufen, als ich es geplant hatte. Das war doch kein richtiger Kuss mit Dave. Oh, diese ganze Party ist ein Desaster. Du, Philipp, sag mal, hast du vielleicht Hannah gesehen? Ich wollte mal kurz was mit ihr klären. Also, ich habe ja diese Tessa geküsst und das wollte ich eigentlich nicht. Also, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, wo sie ist. Ich habe sie schon seit einigen Minuten nicht mehr gesehen, keine Ahnung. Hey Jungs, sag mal, habt ihr Hannah gesehen? Wo ist sie denn? So, als nächstes haben wir dann hier Hannah und Philipp. Ab auf die Bühne! Oh, dann hast du jetzt Hannas und meinen Namen gezogen? Okay, dann habe ich ja vielleicht doch mal das Glück, sie zu küssen heute. Hannah! Hannah, wo bist du denn? Ach, war ja klar, dass sie sich wieder drückt. Philipp ist eigentlich kein schlechter Kerl, aber zu wenig Geld. Naja, Tante Maren, dann noch ganz viel Erfolg mit deinem Bürgermeisterwahlkampf. Ich bin dann weg. Hallo Hannah, die Party war ja wirklich schnell vorbei, oder? Die Party ist noch nicht vorbei, nur für mich. Ich gehe nach oben. Puh, also ich glaube, die Party hat Hannah nicht gut gefallen. Was ist denn dann wohl vorgefallen? Oh Mann, Pia, das war eine echt komische Party da bei Tessa. Wenn ich noch geblieben wäre, wen hätte ich wohl küssen müssen? Oh, ich dachte, wir wollen ins Einkaufszentrum. Hannah, du hast mich voll veräppelt. Was sollen wir denn jetzt nur hier? Oh, ich will hier weg. Hä, wo sind wir denn? Das sieht aber gar nicht aus wie das Einkaufszentrum. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ja, und hier willst du auch nie hin. Wobei, bei Emma kann ich es mir vorstellen. Oh, können wir nicht bitte weiter? Das ist ja ein Pferdeshop und ein Laden nur für Reiter. Das ist ein richtiges Pferd. Oh, Hannah, lass uns sofort da reingehen. Komm schon, komm. Ja, ganz genau, ein Reiterladen. Und Julian, wir gehen nur ein paar Minuten da rein. Dann gehen wir auch gleich weiter. Also, keine Sorge. Ein paar Minuten, ist klar, ist klar. Wir sind sofort wieder da. Ein paar Stunden seid ihr wahrscheinlich wieder da. Ach, Quatsch, ein paar Stunden doch nicht. Vielleicht eine Stunde, ne, Emma? Drei Tage. Oh, auf dieses Pferd da kann man sich doch bestimmt draufsetzen, oder? Ja, bestimmt. Aber da vorne sind ja Dave und Tessa. Oh, hoffentlich sehen die mich nicht. Oh, sieh mal einer an, wer da ist. Ach,
hey, Conny, die Ex-Freundin von Philipp. Ich verfolge dich nicht. Nicht, dass du sowas von mir denkst. Also, hi. Das ist mir total egal. Hauptsache, du verfolgst nicht meinen Philipp. Oh, Hanna, wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich eben allein da drauf. Ja, los. Das bewegt sich kein Stück. Oh, wie öde. Nee, Conny. Ich werde schon den Philipp nicht verfolgen. Ich bin hier mit meiner Schwester und mit meinem Bruder. Also, alles gut. Ich warne dich. Also, Philipp, der gehört mir. Mir allein. Tessa, ich dachte, ich soll dir bei den Hausaufgaben helfen oder Nachhilfe geben. Was machen wir jetzt hier in diesem Pferdeshop? Also Dave, ich meine, du hast hier viel Geld, so ein Zahnarztsohn, dachte ich. Und vielleicht könntest du mir neue Pferdeausrüstung spendieren, hm? Oh Mist, ich glaube, das haben sie nicht gesehen. Hey Hanna. Hey Leute, ich bin mit Emma und Julian hier. Oh, also das ist mir natürlich peinlich. Du siehst jetzt mich und meinen neuen Freund hier. Was? Auf gar keinen Fall. Nein, Tessa, das stimmt nicht. Hanna, das stimmt so nicht. Ich bin nicht dein Freund. Ich wollte dir Nachhilfe geben. Oh, das ist mir doch jetzt egal, ob ihr zusammen seid oder befreundet seid oder Nachhilfe oder sonst was. Also, ich muss weiter. Hanna, jetzt komm schon. Du wolltest doch auch auf das Pferd. Ja, ich komme. Tessa, was erzählst du denn da? Was soll das heißen? Wir sind nicht zusammen. Natürlich nicht. Du wolltest mir doch Pferdeausrüstung kaufen. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Weißt du was, ich muss das jetzt mit Hanna klären. Ich will nicht, dass sie denkt, dass wir zusammen sind. Hanna, warte mal ganz kurz. Ich möchte das nochmal klarstellen. Ich bin nicht mit deiner Cousine zusammen. Ich möchte das auch nicht. Du weißt, mit wem ich zusammen sein möchte. Och, Dave, ehrlich jetzt nicht. Also, ich bin so verwirrt in letzter Zeit. Ich weiß gar nichts mehr. Also, bis dann. Dave, kommst du jetzt bitte? Ich habe was entdeckt, was mir gefällt. Und du als mein Freund musst mir das natürlich kaufen. Ja, lass dir eine Rechnung ausstellen oder so. Ohne mich, ich bin jetzt weg. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Hanna, nur alles wegen dir. Wegen dir ist jetzt mein Freund abgehauen. Also, Dave hat gerade gesagt, er wäre nicht dein Freund. Oh, hey, Hanna, sag mal, was machst du denn hier? Doch, Hanna, du bist daran schuld, dass Dave nicht mit mir zusammen sein will. Ich kann mir nicht erklären, warum du gerade meine Cousine bist. Wie sind wir überhaupt verwandt? Hey, Hanna, sag mal, hast du mich nicht gesehen? Oh, Mann, Philipp, du hast jetzt auch gerade noch gefehlt. Ach, Philipp, hier bist du ja. Ich dachte, wir wollten uns in der Eisdiele treffen. Naja, jetzt sind wir ja wieder vereint. Ach, mein Schatz. Was für Schatz? Nein, Hanna, also nichts hier mit Schatz oder so. Conny, ich habe gesagt, du sollst mich nicht verfolgen. Oh Mann, das ist ja verrückt. Also ihr seid ja alle... Hanna, nein, das ist wirklich nicht so. Ihr könnt mir alle gestohlen bleiben. Emma, kommst du bitte? Komm, wir gehen. Ja, Conny. Ich meine, Hanna ist dafür bekannt, dass sie einem den Freund wegnimmt. Ja, die hat den Ruf schon weg. Oh Mann, Tessa ist so eine Labertante. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Komm, Emma, komm bitte runter. Wir müssen jetzt hier weg. Wie, was? Jetzt schon? Ich dachte, wir bleiben 3 Tage hier. Oh Mann. Tut mir leid, Emma, aber wir müssen jetzt hier echt weg. Conny, lass mich jetzt los. Hanna, warte doch, ich kann's erklären. Hanna, hey. Emma, komm schon, ganz schnell. Komm, wir müssen ein bisschen rennen. Was, wie, ihr seid jetzt schon wieder raus? Komm schnell, Julian. Klasse, okay, komm, ab ins hier. Einkaufszentrum. Also, tut mir leid, Leute, aber wir gehen jetzt sofort nach Hause. Was? Oh Mann, ich will nicht mehr ins Einkaufszentrum. Philipp, es liegt doch auf der Hand. Ich meine, Hanna möchte nicht mit dir zusammen sein. Wie wär's denn, wenn wir wieder ein Paar wären? Das wäre doch toll. Conny, ich sag's dir jetzt zum letzten Mal. Wir werden niemals ein Pärchen. So wie du drauf bist, never. Soll ich vielleicht noch bei Hanna vorbeischauen? Nein, dann regt sie sich noch mehr auf. Ah, ich weiß, was ich mache. Oh Mann, wie die mich heute alle aufgeregt haben. Und warum waren die alle in diesem Pferdeladen? Jetzt kriege ich auch noch eine Nachricht. WhatsApp? Oh, Philipp. Hey, Hanna, schreibt der. Ja, hey. Was willst du eigentlich? Ich habe eben gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Und jetzt schreibt er mir schon wieder? Verstehe ich nicht. Hoffe nicht, dass du böse auf mich bist. Natürlich bin ich böse. Ich bin nicht mit Conny zusammen. Hat sie doch eben gesagt. Sie hat doch gesagt, die wären wieder zusammen. Und außerdem, warum waren die zusammen in einem Reitladen, wenn die nicht zusammen sind? Glaub mir doch, wem soll ich denn überhaupt noch glauben? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Nein, niemals. Ich weiß auch nicht. Das sah aber so aus, als wären die da zusammen gewesen. Die hat ihn doch auch in den Arm genommen und so. Ich wollte was für meine Cousine kaufen. Oh, meine Cousine fällt mir da wieder ein. Warum war Tessa da eigentlich? Ich hab sie gar nicht gesehen. Natürlich hat er sie gesehen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Was soll das denn überhaupt alles? Doch, wirklich. Ach, der redet doch einfach nur. Außerdem, und wenn? Die können mir alle gestohlen bleiben. Die sollen mich einfach alle in Ruhe lassen. Jetzt schreibt er schon wieder. Was kommt denn jetzt noch? Ach, ich schicke ihm mal ein paar böse Smileys. Aber Hanna.
Mann, was? Jetzt suche ich mal noch irgendeinen anderen Smiley für ihn aus. Genervt. Mit verdrehten Augen. Vielleicht versteht das dann. Verzeih mir doch. Ja, ja, ja. Komm, ist gut. Ich verzeih dir ja schon. Aber lass mich in Ruhe. Bitte, verzeih mir. Der ist auch echt ein bisschen verrückt. Ja, ich verzeih dir. Aber dann soll er mir endlich nicht mehr schreiben. Mir reicht's echt für heute mit denen. So. Ich hoffe mal, das war's jetzt. Dann schreibt mir nicht mehr und dann ist gut. Oh Mann, ist das nervig momentan. Erstmal das Handy weglegen. Ich hoffe, morgen hat endlich dieser Spuk mal ein Ende. Aber ihr könnt's echt nicht glauben. Also ich war mit Julian und Emma in diesem Reitershop und da war wirklich jeder. Also da hätte nur noch gefehlt, dass du und du auch da warst. Also da war wirklich jeder. Philipp, Dave und... Na, ich wünschte wenigstens, Dave wird noch mit mir reden. Hat dir Philipp eigentlich danach noch geschrieben oder was war dann los? Ja, der hat mir dann nochmal geschrieben und total genervt, aber zum Glück war dann irgendwann gut. Also ich habe dann geschrieben, er soll mich in Ruhe lassen. Warum und so. Denn? Ich wünschte, Philipp würde mir mal schreiben. Mann. Hey, Hannah, morgen, können wir vielleicht nochmal kurz reden? Nein, Dave, Hannah hat gerade keine Zeit für dich, sorry. Aber lass sie doch einfach antworten. Hey, Hannah. Oh, Dave, verstehst du das nicht? Also sie will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja gut, dann sag ihr das Gleiche. Ich wollte mich eigentlich bei ihr entschuldigen und dachte, können uns irgendwie mal richtig vertragen und wieder reden, aber dann so nicht. Oh, da ist ja Dave. Wo will der denn hin? Hey, Dave! Ach so, jetzt hey, Dave. Ja, ich bin weg. Okay, super. Ja, Dave ist weg. Du kannst ja mit Philipp lieber reden, oder, Hannah? Also, ich finde auf jeden Fall, Philipp passt viel besser zu dir und... Oh, guck mal, da kommt er auch. Oh, hey, guten Morgen, Mädels. Also, kann ich kurz vielleicht mal mit Hannah sprechen? Oh, bleibt bloß alle hier bei mir. Ich will jetzt nicht mit ihm alleine reden. Komm schon, gib dir einen Ruck. Komm, Becky, wir gehen. Pia, willst du nicht mitkommen? Nö, ich bin Hannas Beraterin. Was ist denn, Philipp? Ich hatte dir doch gestern schon geschrieben, also, alles wieder gut. Ich wollte mich nochmal richtig entschuldigen. Also ich bin wirklich nicht mit Conny zusammen. Also nicht, dass du was Falsches denkst. Du weißt ganz genau, was ich darüber denke und wie ich über dich denke und wie ich fühle. Hast du gehört, Hannah? Er redet von seinen Gefühlen. Komm, Hannah, gib dir einen Ruck, gib dir einen Ruck. Oh, was denn? Also, Philipp, kannst du mich bitte einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen? Hannah, aber bitte, können wir uns nicht... Gut, das ist alles so verwirrend. Da muss ich jetzt meine letzte Karte hier ziehen, mein Trumpf. Hannah Vogel, möchtest du meine Ehefrau werden? Bitte, was? Wie peinlich ist das denn? Oh nein, wie peinlich denn das in der Schule? Also, ich würde ja sagen. Also, ja, ich will. Habt ihr das gehört? Das mitbekommen? Ja. Das ist ein Heiratsantrag. Hannah hat einen Heiratsantrag bekommen. Wow. Habt ihr das gehört? Da ist eine Verlobung im Gange. Leute, kommt! Nein, ich will dich nicht heiraten. Also erstens bin ich viel zu jung und wir sind überhaupt nicht zusammen. Und das von der ganzen Schule, wie peinlich ist das denn überhaupt? Ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Oh, dieser John, der hat mir das gesagt, dass ich das mal sagen soll. Oh, John! Hey du, war das da vorne nicht gerade deine Freundin? Ich glaube, die hat gerade einen Heiratsantrag bekommen. Tja, anscheinend nicht mehr. Nee, sie ist nicht mehr meine Freundin und sie will ja anscheinend jemand anderes heiraten. Dann soll's halt so sein. Oh Mann, wie peinlich. Ich werde mich jetzt auf Toilette einschließen und nie wieder rauskommen. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dave mir einen Heiratsantrag macht, aber Philipp, oh nein. Ach Hannah, es tut mir leid, das war nicht so... Nein, verschwinde. Komm, bitte. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich brauche ein paar Minuten für mich oder ein paar Jahre. Aber Hannah, das mit dem Heiratsantrag, also das war nicht wirklich ernst gemeint. Also ich darf doch auch nicht heiraten, will ich auch gar nicht. Aber John meinte, das sei eine gute Idee. Oh, John, der hat ja super viel Ahnung vom Heiraten. Oh Mann, nein, ich möchte dich nicht sehen. Lass mich jetzt endlich in Ruhe in nächster Zeit. Oh, ich verstehe das überhaupt nicht. Seitdem Halloween vor der Tür steht, sind so viele Sachen irgendwie gruselig im Fernsehen. Aber ich kapiere das nicht. Oh, Emma, kannst du jetzt mal bitte ruhig sein, gleich sagen, wie wer der Täter war? Kinder, was guckt ihr denn da? Nichts für mich. Ich kapiere das einfach nicht mit diesem Halloween und Gruselfolgen und so. Ich verstehe das irgendwie nicht. Julian, bist du auch anwesend oder bist du auf einem anderen Planeten? Hallo? Oh, Mama, du bist es. Oh, jetzt habe ich... Oh, ich war gerade so im Film drin und... Oh, toll, jetzt hab ich's verpasst. Julian, ich glaube, diese ganzen Gruselsachen, die tun dir überhaupt nicht gut. Ich werde jetzt den Fernseher ausmachen. Das ist nichts für dich. Nachher kriegst du noch Albträume oder so. Das möchte ich nicht, Julian. Hm? Ja, ist ja gut, Mama, das wurde nur Gänsehaut. War richtig spannend, aber gut, dann gehe ich eben oben nach Minecraft. Nach oben und spiele Minecraft. Ich komme mit. Ach, herrje, ich bin irgendwie froh, wenn Halloween vorbei ist. Also die ganzen Gruselsachen. Ich kann mir das angucken, aber ich glaube, für Kinder ist das nichts. Na, stopp. Sag mal, Kinder, hättet ihr vielleicht Lust auf ein Spielchen? Spielen ja gerne, also wir spielen jetzt Minecraft. Wenn du willst, kannst du zugucken. Mhm. Nee, ich dachte eher an sowas, ich sehe was du nicht siehst. Oh, super, das spiele ich auf jeden Fall mit. Julian, du kannst ja alleine spielen. Komm, Papa, wir gehen in die Küche. Ich sehe was du nicht siehst. Was für ein Quatsch, ich bin doch nur Babys. Okay, Papa, du darfst anfangen. Du musst jetzt sagen, ich sehe was du nicht siehst. Und das ist, und dann die Farbe.
Gut, dass du mir das nochmal erklärst. Ich wusste jetzt wirklich nicht, wie man das Spiel spielt. Aber gut, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot. In welche Richtung hat Papa geguckt? Ah, ich glaube, ich weiß es. Es ist der Kühlschrank. Emma, wie wusstest du das nur? Du kannst ja Gedanken lesen. Na, weil du es total auffällig gemacht hast. Du hast da hingeguckt. Ich habe das genau gesehen. Und dann ist es natürlich klar. Ach, du bist ja richtig gut in diesem Spiel, Prinzessin. So, du bist dann als Nächstes. Na gut, okay. Das ist ungefähr so wie das, was du auch gesagt hast. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot. Ich hab's natürlich auch, der Kühlschrank, Emma. Also so leicht. Nein, es ist der rote Zylinder von dem Mann, der vor unserer Haustür steht. Oh, wo kommt der denn auf einmal her? Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Gute Frage, ich weiß es auch nicht. Ich war ja noch nicht da. Der sieht irgendwie gruselig aus. Ja gut, dann wollen wir mal rausfinden, was der Mann denn hier möchte. Guten Tag, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Also, das ist ja ein putziges Outfit. Schon für Halloween vorbereitet, oder wie? Mein Name ist Theodor Trick und ich sehe nicht putzig aus, damit das klar ist. Theodor Trick, sind Sie sowas wie ein Zauberer oder so? Was denkst du denn? Selbstverständlich, aber lass die Finger davon, das ist meine Zauberkiste. Ah, cool. Und was machen Sie jetzt hier bei uns in der Küche? Also ich ziehe von Tür zu Tür und biete den Leuten hier so eine kostenlose Zaubershow an, ne? Interesse oder nicht? Ja, gute Frage. Ich frage mal kurz meine Frau. Wenn Sie Zauberer sind, darf ich Sie dann mal was fragen? Können Sie mir mal so einen Zaubertrick erklären, wie das funktioniert? Also ich glaube, das soll ein schlechter Scherz sein, oder? Als ob irgendein Zauberer seine Zaubertricks zeigen würde. Claudia, was irgendwie Ungewöhnliches ist passiert. Also bei uns in der Küche steht jetzt ein Zauberer und der möchte eine kostenlose Zaubershow hier anbieten. Wie wär's? Bitte was? Ja. Eine Zaubershow? Das klingt doch toll. Ich glaube, das ist was für die Kinder. Bestimmt spannend. Das ist bestimmt auch was für Julian. Julian, kommst du? Es gibt eine kleine Überraschung. Oh. Was? Was für eine Überraschung? Habt ihr Pizza bestellt? Deswegen soll ich jetzt runter? Könnt ihr die nicht nach oben bringen? Ja gut, ich komme dann nach unten. Ich hoffe, es lohnt sich. Alles klar, Herr Trick. Also, wir wären dann bereit für eine Zaubershow. Alle Platz nehmen. Was ist das denn? Das ist ja keine Pizza, oder? Haben die neue Verpackung? Wie kommt der Sarg denn hier hin? Hörst du mal bitte auf, das so zu nennen? Das ist kein Sarg, das ist eine Zauberkiste, damit das klar ist. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, gerade wie aus dem Film da bei Gänsehaut. Naja gut, okay, dann beruhige ich mich. Also wir wären dann soweit für so ein paar Zaubertricks. Zeigen Sie mal. Oh, kann ich mir was wünschen? Können Sie zeigen, wie man Kaninchen aus dem Hut zaubert? Das würde ich gerne mit dem Kaninchen von meiner Schwester machen. Meine leichteste Übung. Na gut, wenn sich das die Kleine hier wünscht, dann mache ich das mal. Oh, super, das hat ja geklappt. Oh, cool. Wie geht das? Ach nee, Sie sagen das ja nicht. Oh, wo kommt das Kaninchen her? Wie, das war's? Das ist ja schon fast lächerlich. Das Kaninchen aus dem Hut, wow. Wie wär's hier was mit dem Sarg? Ich meine natürlich mit der Zauberkiste, oder warum steht die hier? Oh, ich hab jetzt ein Kaninchen. Ich hoffe, ich kann das behalten. Oh, hoffentlich nimmt der Zauberer anschließend sein Kaninchen auch wieder mit. Also eine zweite Pia brauchen wir eigentlich nicht. Aha, der junge Mann hier möchte also einen Trick mit dieser Zauberkiste. Naja. Hey, vorsichtig mit dem Ding, mit dem Zauberstab. Einfach auf mich zeigen, das geht doch nicht, sonst bin ich gleich noch verhext. Naja gut, okay. Also für meine Show hier mit der Zauberkiste brauche ich auf jeden Fall einen Freiwilligen. Wie wär's mit Ihnen für diese Aktion? Mit mir in die Zauberkiste? Eher nicht, ich habe ein bisschen Platzangst, um ehrlich zu sein. Und naja, ich kann wirklich kein Freiwilliger sein, weil ich muss ja jetzt auch Hannah abholen. Genau, von Pia, von der Freundin. Leute, ich bin dann weg. Na gut, dann nehmen Sie hier. Also Mama, an deiner Stelle würde ich das nicht machen. Wer weiß, was der alles sofort. Vielleicht wirst du ein Kaninchen oder so. Ach Julian, mach dir keine Sorgen. Es ist ja nur eine Zaubershow. Was soll da schon passieren? Was soll ich denn jetzt machen? Oh, was ist das denn bitte für eine Frage? Hier reinsteigen bitte. Also das ist eine Zaubershow. Was soll ich sonst machen, hä? Oh Mama, geh da lieber nicht rein. Wer weiß, vielleicht sind da Schlangen drin oder so. Emma, nein, da werden bestimmt keine Schlangen drin sein. Schließlich möchte der Zauberer natürlich auch, dass ich aus dieser Kiste wieder rauskomme. Mann, oh Mann, hier ist es aber ganz schön eng. Sind Sie sicher, dass ich da reinpasse? Abracadabra, simsalabim. Die Mutter, die ist jetzt hier in dieser Zauberkiste drin. Na, was habe ich gesagt? Eure Mutter ist weg. was soll das? Sie soll sofort wieder zurückkommen. Wie konnten Sie nur? Wer soll sich jetzt um uns kümmern? Papa ist auch weg und Hannah auch. Hallo. Mama. Ich kann sie gerne zurückholen, aber dafür brauche ich all euer Geld. Die ganzen Spardosen hier von euch. Was? Sie sind wohl verrückt geworden. Erstmal, ich bin 5 Jahre alt geworden und Sie kriegen nichts von meinem Geburtstagsgeld. Das habe ich von Oma und Opa. Hey, das ist Erpressung. Also Sie holen jetzt entweder meine Mutter da raus oder ich hole die Polizei. Ich werde jetzt nochmal gucken. Hier irgendwo muss sie doch sein. Mama? 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 Hey, ich bin wieder zurück. Habe ich irgendwas verpasst? Hanna, du brauchst dich direkt in dein Zimmer. Also hier ist eine Zaubershow. Ja gut, okay. Naja gut, okay. Hanna interessiert sich nicht so für Zauberei. Wo war ich stehen geblieben? Oh, Papa, da, jetzt wo du weg warst, ne? Also Mama ist verschwunden und daran ist der Zauberer schuld. Und der möchte jetzt Geld haben, damit er sie zurückholt. Oh, da hat eure Mutter ein bisschen Pech gehabt. Zum Glück war ich nicht der Freiwillige. Ich meine, was? Wie bitte? Ja, sie haben schon richtig gehört. Entweder Geld oder ihre Frau ist futsch. Also sie wird nie wiederkommen. Naja gut, das, was sie können, das kann ich auch. Also, hier, ich habe ja dieses Kaninchen. Und naja, also wahrscheinlich liegt ein bisschen was daran, ne? Also, wie wär's, wenn wir tauschen, hä?
Was? Nein, nicht Schneeflocke. Also tut die Schneeflocke nicht. Nichts, also das dürfen sie nicht. Ja, ist ja gut, ich mache alles für Schneeflocke. Ich hol sie ja schon raus. Oh, endlich, Papa, Mama! Da bist du ja. Und jetzt her mit Schneeflocke, mit dem Kaninchen. Gib es, los! Ich bin hier weg. Also was seid ihr eigentlich nur für Menschen? Einfach hier mein Schneeflöckchen hier als Geisel nehmen, also bitte. Ach so, wir sind die schlimmen Menschen. Sie haben meine Frau entführt. Also, raus hier. Aber ja, endlich bist du wieder da. Schön, dass du wieder zurück bist. Claudia, es tut mir natürlich leid. Also ich hätte mich als Freiwilliger vielleicht melden sollen. Ach, so schlimm war es gar nicht in der Kiste. Ein bisschen dunkel, aber ich glaube, ich habe geschlafen. Sag mal, ist Hannah jetzt eigentlich wieder da? Ja klar, ich habe sie abgeholt. Sie müsste jetzt oben in ihrem Zimmer sein. Ach super, hier ist nämlich ein Brief für sie angekommen. Den wollte ich ihr unbedingt geben. Ich glaube, der ist von Dave. Hannah, lass dich nicht stören. Was auch immer du da gerade machst, wahrscheinlich im Internet surfen. Ich habe hier einen Brief für dich. Ich habe ihn nicht gelesen, du brauchst mich gar nicht so angucken. Ich glaube, der ist von Dave. Ich werde mal wieder gehen. Aber ich frage mich schon, was in diesem Brief drin stand. Ich hoffe, die beiden vertragen sich wieder. Die haben sich ja in letzter Zeit wirklich oft irgendwie in die Haare gekriegt, soweit ich mitgekriegt habe. Oh Mama, ich bin echt froh, dass du wieder da bist. Und Zauberei, das ist überhaupt nichts für mich. Ich will auch nicht mehr sehen, wie der Zauberer irgendwas aus dem Hut zaubert. Zauberei, das ist gar nichts mehr für mich. Ach Emma, lass dir nicht die Zauberei vermiesen. Das war kein Zauberer, das war einfach nur ein Gauner. Und ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Na, was habt ihr am Wochenende so gemacht? Och Mann, ich habe gestern noch ganz lange an den Mathehausaufgaben gesessen. Am Sonntag, Mann. Was, wie bitte? Mathehausaufgaben? Wir hatten doch gar keine auf. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh Mann, typisch Julia. Schon wieder die Hausaufgaben nicht. Das gibt bestimmt diesmal richtig Ärger. Wie? Aber das kann doch gar nicht sein. Ich habe mir in letzter Zeit immer die Hausaufgaben aufgeschrieben. Und jetzt haben wir wirklich welche in Mathe. Wobei, ich habe auch nicht in mein Hausaufgabenheft so wirklich geguckt. Ja, vielleicht sollte ich sie noch kurz abschreiben. Hast du sie denn? Das solltest du lieber nicht machen, Julian. Letztes Mal hat dich Frotschelig auch erwischt. So, noch ein letzter Blick in den Spiegel und dann... Oh, ich sehe so hübsch aus. Dann kann meine Mission ja mal wieder beginnen hier in dieser alten Grundschule. Oh, ich liebe sie. Ja, aber wieso denn? Ich habe doch noch ein paar Minuten Zeit. Meinst du etwa, ich kann das nicht schnell genug? Ich meine ja nur, du sollst dich nicht erwischen lassen. Guten Morgen, liebe Kinder. Ich freue mich so. Hä, wer sind Sie denn? Also, Frau Chillig ist das aber nicht, oder sieht Frau Chillig ein bisschen anders aus? Also, das verstehe ich nicht, wir haben doch jetzt Mathe. Bei Frau Chillig. Wer ist das? Ach, Kinder, ruhiger, ruhig! Also, entschuldigt bitte, ich bin eure neue Mathelehrerin, selbstverständlich. Was, eine neue Mathelehrerin? Aber, oh, das ist ja super, dann weiß sie bestimmt nicht, dass wir Hausaufgaben aufhatten. Oh, perfekt. Ach, und wir werden direkt mit dem Matheunterricht starten, ob ich das vermisst habe. Ich schreibe was auf die Tafel. Also ich muss schon sagen, das ist eine qualitativ sehr hochwertige Tafel. Wo habt ihr die denn her? Oh, schnuckelig sieht das aus. Und wie neu die ist. Oh, die duftet auch ganz neu, wie bei so einem neuen Auto. Oh, die würde sich so gut bei mir machen, oh, aber sowas von. Sarah, guck dir mal an, wie die Lehrerin da auf die Tafel starrt. Die ist, glaube ich, richtig in die verliebt. Die sieht echt so aus. Naja, also da starten wir mal. Das sind ganz, ganz einfache Aufgaben hier zum Start. Wer möchte? Los jetzt! Ist das eine Aufgabe für uns? Hallo, wir sind in der ersten Klasse, also diese Zahlen hatten wir noch gar nicht. Also ich kenne sie einzeln, aber so in Kombination? Keine Ahnung. Oh, Kinder, nicht so schüchtern. Los jetzt! Los! Also Entschuldigung, aber wir sind erst in der ersten Klasse. Sowas haben wir noch nicht gemacht. Wie bitte? Eine erste Klasse? Ich dachte mir, das sei hier eine dritte Klasse, aber naja. Vielleicht können Sie uns das ja erklären. Und außerdem haben Sie noch gar nicht gesagt, wer Sie sind. Also wie heißen Sie denn? Naja, also irgendwie wird es jetzt ein bisschen auffällig. Kinder, wisst ihr was? Ich bin eine gute Lehrerin. Deswegen sage ich jetzt, Pause, die Stunde ist vorbei. Oh, jetzt ist das. Ich mir nicht zweimal sagen, Steve, hast du das mitbekommen? Also, die hat noch nicht mal mitbekommen, dass ich meine Hausaufgaben nicht habe. Oh, das ist sowas von eine gute Stunde heute. Aber die Stunde war echt nicht lang. Das ging richtig schnell vorbei. Ist doch egal, ist doch super. Also, ich habe das Gefühl, es ist noch gar keine Pause. Hier sind gar keine anderen Schüler. Sag mal, Leute, wollt ihr euch jetzt wirklich über die Pause beschweren? Also bitte, wir sind hier auf einer Schule und wir sind Schüler. Was gibt es Besseres als eine Pause? Stimmt, da hat er auch recht. Stimmt, hast du recht. Was wollen wir denn spielen? Wie wär's, wenn wir Verstecken spielen? Oder habt ihr mehr Lust auf Fangen? Oh ne, ich habe jetzt keine Lust auf Verstecken spielen. Ich wäre für Fangen. Na, hast du nicht jetzt gerade Unterricht? Was machst du denn hier? Ja, Max, ich habe meinen Ordner gesucht. Irgendwie ist er weggekommen. Jetzt habe ich ihn endlich wiedergefunden. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Ob den wohl jemand versteckt hat? Naja, gut. Jetzt aber flott, ab in den Unterricht, bitte. Ach, ist ja gut, ich beeil mich. Ich hoffe, die Kinder waren schön brav und ruhig. Nicht, dass die jetzt eine Party im Klassenraum veranstalten. Hallo, Kinder. Wo sind die denn alle? Also eine Party ist das nicht, aber es ist gar keine Spur mehr von den Kindern hier. Und war hier nicht normalerweise eine Tafel? Wo ist sie denn hin? Und was ist denn das? Ein Koffer? Den habe ich hier noch nie gesehen. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Was ist hier denn los? Hallo, Hilfe! Anna, was ist denn los? War schon wieder Julian? Max, wie siehst du nicht? Wie sieht's hier denn aus? Der ganze Klassenraum ist leer und ja, die Tafel ist weg, stimmt. Und da liegt so ein komischer Koffer.
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe die Schüler heute Morgen doch noch gesehen. Können doch nicht jetzt auf einmal alle krank sein oder so. Wo sind die denn nur? Und diesen Koffer, den kriege ich gar nicht auf. Das ist so ein altmodisches Ding. Also mit Zahlencode und so, okay? Also irgendwas passt hier doch nicht. Also die Tafel ist weg und die Schüler sind nicht da. Langsam gruselt's mir. Max, am besten rufst du die Polizei und ich werde mal nach den Schülern suchen. Vielleicht sind die ja draußen. Oh, nicht, dass die armen Kleinen entführt wurden, aber von wem? Oh, da seid ihr. Ich habe euch gesucht. Was macht ihr hier? Martinik, wir machen hier Pause. Was denn sonst? Kinder, Pause? Aber wir haben doch jetzt Matheunterricht. Normalerweise findet das im Klassenraum statt und nicht auf dem Schulhof. Aber tut mir leid, ich glaube nicht, dass Sie das bestimmen, weil Sie sind ja nicht mehr unsere Mathelehrerin. Das hat unsere neue Mathelehrerin so gesagt, dass wir jetzt Pause machen. Ja, ganz genau. Julian hat recht. Die hat gesagt, wir dürfen rausgehen und spielen. Heißt das etwa, wir machen jetzt doch Mathe? Also, das kommt mir jetzt wirklich äußerst merkwürdig vor. Eine neue Mathelehrerin? Wer soll das denn sein? Haben wir hier vielleicht eine Hochstaplerin? Hey, was macht denn die Polizei hier? Hallo, ich hab nichts gemacht, wirklich gar nichts. Kinder, alle das Schulgelände verlassen. Aber ganz schnell. Ja, hier wurde ein mysteriöser Koffer gefunden. Ach, Kinder, am besten Zweier reinbilden und dann hinter mir her. Wir verlassen jetzt das Schulgelände. Kann ich hier meine Tasche kurz holen, bitte? Kommt. Oh Mann, was für ein Tag. Was hat das jetzt nur wirklich hier mit den ganzen Sachen auf sich? Dieser Koffer, die Tafel. Ach. Ja, das ist hier der Koffer. Den haben wir hier im Klassenraum gefunden und der gehört niemandem. Diesen Koffer haben Sie hier im Klassenraum gefunden? Und ja. Wo sind die Schüler? Naja, also die Schüler, meine Kollegin hat die Schüler mittlerweile gefunden und die sind unten auf dem Schulhof oder vielleicht auch schon weg. Und die Tafel ist auch irgendwie auf einem mysteriösen Weg hier abhanden gekommen. Naja, also sowas hatten wir bei uns noch nie, das kann ich mir irgendwie nicht erklären. Okay, die Tafel ist weg, ein Koffer ist da, das ist schon alles sehr, sehr komisch. Also angeblich war hier eine neue Mathelehrerin, vielleicht sollten Sie mal ein paar Schüler befragen und ich kümmere mich um den Koffer. Also ihr beiden habt die angebliche Mathelehrerin gesehen, also ja, aber ich habe wirklich nichts gemacht und jetzt kommt nur die Polizei, weil ich meine Hausaufgaben vergessen habe, aber Angelix ist ein bisschen übertrieben. Also wir sollen die Mathelehrerin beschreiben? Keine Ahnung, wie die aussah. Die war total verliebt in die Tafel. Also ich denke, das wird äußerst schwierig. Eine Person finden, die in eine Tafel verliebt ist, davon habe ich ja noch nie gehört. In dem Koffer, da waren anscheinend nur ein paar alte Mathearbeiten von vor 2 Jahren. Also sonst war da nichts drin. Das ist ja merkwürdig. Männer, ihr glaubt nicht, was für Fingerabdrücke wir auf dem Koffer gefunden haben. Fingerabdrücke von der alten bösen Mathelehrerin. Das war ja sowas von klar. Das die ist doch vor kurzem erst wieder aus dem Gefängnis gekommen. Du, Anna, das hat sich jetzt, glaube ich, alles so ein bisschen aufgeklärt, wer jetzt die alte Mathelehrerin war. Ich hatte dir doch mal von dieser bösen Mathelehrerin erzählt hier bei uns. Ja, und die ist jetzt wieder da. Also die versucht hier die ganzen Leute wieder zu veräppeln. Eine Hochstaplerin ist das. Also ich verstehe das alles nicht. Es ist nur eine Tafel weggekommen. Die Kinder wurden auf den Schulhof gesteckt. Dann haben wir hier noch ihren Koffer. Also das macht alles keinen Sinn. Also für mich macht das total Sinn, weil ich habe meine Hausaufgaben ja nicht gemacht und jetzt die Stunde sogar um. Das heißt, wir haben heute kein Mathe mehr. Oh, klasse. Vielleicht bin ich zu Hause und dann habe ich auch meine neue Tafel hier endlich. Und diese Perücke, die brauche ich nicht mehr. Ich werde meine eigene Schule öffnen, ja. Und ich werde alles aufbauen mit dieser Tafel. Ja, das ist die erste Tafel an der Schule. Das geht in die Geschichtsbücher ein. Hey, ich bin wieder da. Ich muss dringend was erzählen. Ist sowas Cooles in der Schule passiert? Also die Polizei war heute bei uns in der Schule, so eine extra Einheit, keine Ahnung, Spezialeinheit. Und naja, die Tafel wurde geklaut und das war aber ganz gut, weil ich meine Mathe... Ne, das erzähle ich lieber nicht. Oh, meine Kleine, ganz ruhig. Psch, psch. Hey, oh, da ist ja Mama. Was macht die denn da? Was ist das denn? Mama hat ein Baby in den Armen, aber... Oh nein, oh nein, oh nein, wir haben schon noch ein Geschwisterchen. Oh, ich hoffe, das ist ein Junge diesmal. Hose in das Oberteil? Oh nein! Oh, mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Ich habe jetzt nicht eine Schwester, nicht zwei Schwestern, sondern 3 Schwestern. Wie konnte das Mama nur verheimlichen, dass wir noch eine Schwester haben? Oh, ich muss Hanna das erzählen, aber ganz, ganz ruhig, Julian. Hanna, ist was passiert? Ich muss dir was erzählen. Komm mal, ganz, was ganz ist denn los? Jetzt los, komm mit. Julian, wo ist denn Mama? Ja, um die geht's doch gerade. Ich wollte dir da was erzählen. Aua, lass meinen Arm los. Ich komm ja schon mit. Oh ja, Julian, was ist ja, denn? Ja, warte Warum kurz. Ich hol noch kurz, aber dann erzähle ich euch das beiden. Emma, kommst du mal bitte? Emma, was hey! Ist? Oh Mann, ich verstehe das nicht. Wie konnte uns Mama sowas Wichtiges verheimlichen? Oh, also bitte, denn? Das ist doch sowas von wichtig. Okay, sie ist in letzter Zeit ein bisschen dicker geworden. Hätte ich mir denken können, aber trotzdem. Okay, am besten haltet ihr euch irgendwo fest. Irgendwo. Festhalten? Festhalten, ja, irgendwo. Oh Julian, ganz ehrlich, ich war den ganzen Tag in der Schule. Ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Jetzt mach doch nicht so eine Show. Ja gut, dann eben nicht festhalten. Aber wenn gleich umkippt, dann ist es nicht meine Schuld. Oh, Hanna hat recht. Jetzt rück endlich raus mit der Sprache. Worum geht's? Also wie soll ich sagen? Also ich sag's jetzt einfach. Wir sind nicht mehr zu dritt, wir sind zu viert. Mama hat ein neues Baby bekommen. Ach Mann, Julian, typisch. Das hast du dir doch nur wieder ausgedacht. Das ist doch totaler Blödsinn. Tja, wenn du mir nicht glauben willst, dann geh mal einfach nach unten. Sie hat das Baby auch Schatz genannt. Hä? Brauchst du noch mehr Beweise? Oh Mann, was Julian sich immer ausdenkt. Aber ich werde mal ganz vorsichtig gucken. Mhm, da ist Mama und da ist auch ein Baby. Ach komm schon.
Beruhig dich doch endlich. Ich bin echt ein bisschen aus der Übung. Ach, die anderen sind schon so groß und du bist so klein. Ach, wenn dein Papa dann gleich wiederkommt, dann bist du bestimmt ganz glücklich, hm? Dann ist Schluss. Hm, wenn dein Papa gleich wiederkommt? Papa kommt doch gleich von der Arbeit. Also, wenn Papa der Papa von dem Baby ist, dann ist das wirklich unsere Schwester. Also, ich frage mich wirklich, wo meine großen Schulkinder bleiben. Wo stecken die denn? Und Emma auch. Glaubst du mir jetzt endlich oder nennst du mich immer noch Lügner? Also, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, weil Mama war doch gar nicht schwanger, oder? Vielleicht hat sie das vor uns verheimlicht. Naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, Papa. Und also, als ob unser Papa auch der Papa von dem Baby wäre. Also stimmt das jetzt wirklich, dass wir eine kleine Schwester haben? Dann hast du ja drei Schwestern, Julian. Da frage ich mich aber, wo soll denn unsere Schwester dann schlafen? Weil mein Zimmer ist das kleinste. Hier kann sie auf gar keinen Fall hin. Und das hier ist eine Jungenzone. Hier darf kein Mädchen rein. Mädchen verboten. Irgendwo muss sie ja schlafen. Und wenn sie jetzt unsere Schwester ist, dann müssen wir irgendeine Lösung finden. Also, ich hab nur mal das größte Zimmer. Ich will zwar eigentlich nicht teilen, aber, naja. Ja, aber es geht nicht anders. Du hast das größte Zimmer hier von uns. Ja, und dann musst du auch ein bisschen von dem Zimmer abgeben für das neue Baby. Ja, vielleicht habt ihr recht. Ich hab ja auch zwei Schreibtische. Vielleicht kann ich ja einen rausstellen. Ja, das passt doch. So vielleicht? So geht's, ja. Also, es war ein bisschen eng, aber ich kann meine Hausaufgaben machen. Ich kann in mein Bett klettern und Pia hat auch noch Platz. Und das ist gleichzeitig ein Raumtrenner. Ja, und hier könnte doch unsere neue Schwester wohnen, ja, oder nicht? Kann das passt Bett doch. Hin, ja. Wir sagen immer neue Schwester, aber hat die gar keinen Namen. Wie heißt die wohl? Vielleicht Emily. Oh, das wäre toll. Was? Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Die bekommt einen jungen Namen. David. Ja. Oh Mann, Mädchen, was dann David heißt? Ich glaube, das geht nicht, Julian. Ach, du kleine Maus, jetzt hör doch endlich auf zu weinen. Papa ist doch gleich da. Ach, jetzt habe ich total vergessen, Mittagessen zu kochen. Ich war einfach die ganze Zeit beschäftigt mit dem Baby. Ach, ich denke, ich werde einfach Pizza bestellen. Die haben bestimmt Hunger, wenn sie jetzt von der Schule kommen. Ach, ich bin echt spät dran. Also, die Pizza ist jetzt schon da, aber Julian und Hannah sind immer noch nicht aus der Schule zurück. Ach, wo sind die denn? Haben die sich vielleicht an mir vorbeigeschlichen und ich habe es gar nicht mitgekriegt? Warte mal ganz kurz hier, meine Kleine, und nicht wieder weinen. Ich verstehe nur nicht, warum Mama uns das nicht gesagt hat. Also, wenn sie uns das früh genug gesagt hätte, wäre doch alles in Ordnung gewesen. Also, hat mich mal jemand gefragt. Für mich wäre das nicht in Ordnung. Drei Schwestern. Wisst ihr ja nicht, wie anstrengend das mit euch schon ist? Ach, sieh mal an, ihr seid ja doch schon da. Ich dachte, ihr seid noch in der Schule. Ich habe die ganze Zeit auf euch gewartet. Und was wird das jetzt hey, hier? Hey, Mama. Warum habt ihr das Zimmer umgestellt? Also, viel eher ist die Frage, wie du uns sowas verheimlichen konntest. Also gut, okay, du bist ein bisschen dicker geworden. Wir hätten uns denken können, dass du schwanger bist. Aber so? Wie, was? Wer ist schwanger? Natürlich du, Mama. Also konntest du uns verheimlichen, dass wir noch eine Schwester haben. Ach, ganz ruhig, Claudia. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Das ist ja wirklich eine Fantasie von euch. Also das kann sich doch wirklich nur Julian ausgedacht haben. Ich bin schwanger und habe ein Kind, was? Na, habt ihr es gemerkt? Also Mama und ihr Verhalten total auffällig. So und jetzt mit Pizza und so? Naja, wer weiß. Mama, jetzt mal im Ernst. Wie konntest du uns das verheimlichen? Warum haben wir denn jetzt auf einmal eine Schwester und seit wann? Oh, Hannah, du jetzt auch noch? Das ist doch wohl nicht euer Ernst, oder? Wo soll denn das Baby auf einmal herkommen? Ich dachte, ihr wüsstet vielleicht ein bisschen mehr über Babys. Das Baby kommt doch nicht von heute auf morgen. Da ist man 9 Monate schwanger. Ja, und warum hast du dann Pizza bestellt? Also, normalerweise würdest du das doch nie. Du bist immer dagegen. Ich habe Pizza bestellt, weil ich es einfach total vergessen habe, noch Mittagessen zu machen. Ich habe mich die ganze Zeit um das Baby gekümmert. Ach, herrje, und jetzt fängt es auch schon wieder an zu weinen, hm? Ach, Glück gehabt. Und es klingelt an der Tür. Da muss doch jetzt auch der Papa wieder da sein. Ach, Claudia, vielen, vielen Dank, dass das so spontan noch eben geklappt hat. Ich musste auch dringend weg. Ich hoffe, du hattest keinen Ärger mit unserer Kleinen. Ach, nein, nein, Ärger hat sie nicht gemacht. Ich war nur ein bisschen eingerostet, was Babys anging. Meine sind ja schon so groß. Okay, ja. Ich nehme sie dann natürlich wieder mit. Vielen Dank nochmal, liebe Kein Nachbarin. Kein Problem. Das habe ich wirklich gern gemacht. Ich vermisse es, dass meine Kinder schon so groß sind. Ach, die waren so süß, als sie klein waren. Ach, Julian, was hast du denn nur wieder ausgedacht? Das ist alles deine Schuld, dass ich dir das geglaubt habe. Das ist das Baby von unseren Nachbarn. Ich verstehe was nicht. Und zwar, warum hat der Nachbar unsere neue Schwester mitgenommen? Was passiert jetzt? Ach, Emma, weil es nicht unsere neue Schwester ist. Das war alles wieder Blödsinn. Hat Julian sich alles wieder nur ausgedacht. Na gut, Kinder, ich hoffe, das war jetzt Beweis genug. Ich bin nicht schwanger und das ist auch nicht mein Kind. Und jetzt gibt's Pizza. Ach, ich habe doch nur Baby gesittet. War ja klar, dass sich irgendeiner meiner Kinder wieder sowas ausdenken muss. Ach, 4 Kinder. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Irgendjemand deiner Kinder? Wer soll das denn gewesen sein? Julian natürlich! Naja, was soll ich sagen? Ich bin Meisterdetektiv und ich musste viele Signale deuten und naja, für mich war klar, Mama dick, gleich schwanger, gleich Kind. So war das. Mama, was machen die denn da? Das sieht ja total komisch aus. Beißen die sich in den Kopf? Emma, die beißen sich nicht in den Kopf, die küssen sich. In den Kopf beißen. Also, langsam ist Schluss mit den Gruselfilmen. Hey, was macht ihr da? Mir ist ziemlich langweilig und ich wollte mal gucken, was ihr so macht. Was guckt ihr denn da? Ach, wir gucken so einen Liebesfilm. Die beißen sich in den Kopf. Ich meine, die küssen sich. Total eklig ist das.
Oh Mann, muss das denn sein? So ein romantischer Liebesfilm? Das mag ich nicht. König, umschalten bitte. Es gibt doch irgendwo bestimmt Ninja Warrior oder so. Julian, es wird jetzt nicht umgeschaltet. Du kannst dich gern dazusetzen, hm? Wollen wir den nicht zusammen gucken, den Film? Ja, wenn's sein muss. Ich meine, ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Und dann tue ich mir lieber das an, anstatt irgendwie mein Zimmer aufzuräumen. Na gut, Kinder, es ist schon spät. Ich mach mal den Fernseher aus und ihr ab ins Bett. Oh, dieser Film war einfach nur total die Zeitverschwendung. Wir hätten mal Pepper Woods gucken sollen. Ich gehe ins Bett. Ist gut, Emma. Julian, wie hat dir denn der Film gefallen? Mama, also ehrlich, ich habe einiges hier in diesem Film gesehen, was ich später nutzen werde. Ich weiß, wie ich das Herz eines Mädchens jetzt gewinnen kann. Hm, ganz einfach. Das ist wirklich ein Kinderspiel. Also ich bin jetzt der totale Romantiker, damit du Bescheid weißt. Ist gut, Julian. Oh Mann, ich glaube, er nimmt den Film wirklich viel zu ernst. Das ist nur ein Film. Dann schlaf mal schön, Julian, und denk dran, der Film, das war nicht real. Also so viel solltest du dir nicht davon abgucken. Mama, lass das doch mal mein Problem sein. Also ich bin jetzt richtiger Frauenversteher. Das heißt, falls du mal Probleme haben solltest, komm erstmal zu mir bitte, okay? Und nicht zu Papa. Julian, hörst du mich? Du ein Frauenversteher, ich glaube, ich kaputt. Ja, ja, Emma, du wirst schon sehen. Also wenn du die ersten Probleme hast, dann wirst du sowieso zu mir kommen. So, gute Nacht. Aber ich kann doch nicht schlafen. Ich müsste vielleicht noch ein paar Vorbereitungen für die Schule morgen machen. Erstmal hier jetzt aus dem Bett schleichen. Ja, perfekt. Die schlafen ja ganz tief. Super. Was könnte ein Mädchen so beeindrucken? Ich meine, außer, dass ich super Minecraft spielen kann. Blumen natürlich, klar. Oh, die sehen doch ganz schön hübsch aus. Wie aus dem Film, aber... warum stinken die denn so? Na, egal. So, jetzt ab in den Rucksack und ihr kommt morgen mit in die Schule. Oh, das wird klasse. Ich glaube, alle Mädels werden hinter mir herlaufen. Alles, was ich im Film gelernt habe, werde ich morgen mal versuchen. Ach, Julian, du bist wirklich heute früh dran. Gibt's da irgendeinen Grund für? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in der Schule. Muah. Naja, ich habe heute ganz schön viel vor. Ich habe eine riesen Mission. Ich krieg das aber hin. Eine Mission? Das klingt ja wirklich aufregend. Ich hoffe nicht, dass es hier irgendwie eine Liebesmission ist. Eieiei. Oh, Steve, klasse, du bist schon da. Super, ich habe was vor mit dir. Ja, also ich bin nicht freiwillig so früh da. Ich habe das mit der Zeitumstellung noch nicht so ganz verstanden. Hä, aber dann wärst du doch zu spät, weil wir haben... Das ist ja auch egal. Steve, bist du immer noch auf der Suche nach einer Freundin? Weißt du was, also ich habe ja deine kläglichen Versuche schon öfters gesehen und naja, Julian Vogel ist da, um dir zu helfen. Ich werde dein neuer Flirtlehrer. Okay, Steve, wir haben uns perfekt vorbereitet und jetzt gehen wir erstmal aus dem Klassenraum, okay? Und tun gleich so, als ob wir... Komm einfach mit. Hm, was ist denn das? Ein Herz ist da drauf, ein Brief für mich. Ich habe auch einen bekommen und da ist auch ein Herzchen drauf. Das ist aber merkwürdig. Hm, mal sehen, was da steht. Liebe Mia, ich finde dich richtig klasse. Du bist wunderschön. Ich mag deine blonden Haare und du bist einfach nur ein cooles Mädchen. Dein unbekannter Verehrer. Was? Dann hast du ja auch einen Liebesbrief. Also, bei mir steht auch was drin, aber über mich. Liebe Sarah, ich mag deine roten Haare und so weiter. Dein heimlicher Verehrer. Hm, aber derselbe Brief ist es nicht. Es ist auch eine andere Handschrift. Dann haben wir beide Verehrer. Das ist ja toll. Oh, super. So einen tollen Brief habe ich noch ich nie auch gekriegt. Nicht. Ich freue mich richtig. Julian, guck mal, ich glaube, es hat geklappt. Die freuen sich ja richtig. Ich hoffe über den Brief. Guten Morgen, Kinder. Dann können wir ja mit dem Matheunterricht starten. Seid ihr soweit? Was liegt denn hier auf meinem Platz? Also, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Was ist das? Du, Ines, so einen haben wir auch bekommen. Wir haben ihn aber nicht gelesen. Was ist da drin? Alle haben einen Brief bekommen und ich habe keinen. Oh, das ist ein Liebesbrief. Da findet jemand Schmetterlinge genauso toll wie ich. Von wem ist der wohl? Steve, bleib ganz cool. Wir dürfen uns nichts anmerken lassen. Wer war das nur? Und gleich gibt's die Überraschung. Ein Brief? Also so wie es aussieht, habe ich auch so einen bekommen. Ein Liebesbrief für mich? Steve, wie? Frau Chillig auch? Also das musst du doch jetzt nicht sein, oder? Aber Julian, sie ist halt das coolste erwachsene Mädchen. Was soll ich denn machen? Also tut mir leid, das musste sein. Oh, also so wie es aussieht, hat wirklich jemand ziemlich viele Liebesbriefe geschrieben. Oder kommen die alle von unterschiedlichen Personen? Also da scheint jemand wirklich verliebt zu sein. Ja, das kann ich aber laut sagen. Also ich liebe ja alle Mädchen. Oh, das ist so unfair. Alle haben einen bekommen und ich nicht. Oh, also alle Briefe sind gut angekommen, aber da ist ein Herz gebrochen. Das wusste ich nicht. Julian, das wollte ich jetzt aber nicht. Also ich kann es nicht ertragen, wenn Mädchen weinen. Oh, was ist denn, meine Kleine? So schlimm ist das nicht. Du bekommst sicherlich auch noch einen. Vielleicht von einem ganz anderen Jungen, von einer anderen Schule oder so. Julian, gib mir sofort diesen Blumenstrauß. Ich brauch den jetzt. Los, das ist ganz wichtig. Oh, Steve, dann fliegen wir aber auf und meine ganze Taktik und so. Nein, das können wir nicht machen. Das bleibt geheim. Oh, Julian, wenn du mir die nicht geben willst, dann hol ich mir die jetzt aus deiner Tasche raus. Also, es tut mir leid. Ich habe, glaube ich, vergessen, dir einen Brief zu schreiben. Und deswegen habe ich dir Blumen besorgt, weil du was ganz Besonderes bist. Sind die für mich? Oh, das ist wirklich nett von dir. Wie? Also, du hast den ganzen Mädchen hier Briefe geschrieben und jetzt auch noch Blumen? Steve, aber du kannst doch nicht alle Mädchen toll finden und verliebt sein. Was? Das gibt's ja doch nicht sein. Alle Briefe von Steve? Oh, Steve, ich hab's dir doch gesagt. Unbekannter Verehrer und nicht so. Oh Mann, das ist voll nach hinten losgegangen.
Ach, herrje, Steve, ja, ich kann dir das schlecht erklären mit der Liebe, aber so funktioniert das eigentlich nicht. Also du müsstest dich vielleicht schon entscheiden, aber mal sehen. Wie entscheiden? Also, das Einzige, was ich entscheiden kann, ist, ob ich einen Cheeseburger oder Chickenburger haben will. Aber bei den Mädchen, die finde ich doch alle total schön und total nett. Also Steve, ich mag dich auch ganz gerne. Also vielen Dank für die Blumen. Das hat mir wirklich geholfen. Jetzt bin ich nicht mehr traurig. Na gut, Kinder. Ach, das mit der Liebe ist wirklich so eine Sache. Können wir jetzt bitte mit dem Matheunterricht starten? Steve, also was? Ich kann deine Freundin sein. Okay. Auch ja, deine du. Freundin ja, sein. Ja, dann bist auch du. Deine Freundin. Oder du. Ich weiß es nicht. Wie? Ich dachte, die wären total sauer auf den. Das hat doch funktioniert. Naja, anscheinend bin ich doch ein guter Flirtlehrer.